Guten Tag und willkommen bei White Russian. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, und zwar ist mir aufgefallen, also ist eigentlich eher mir aufgefallen, aber wir tun mal sowas, wie erst meine Idee, weil ich bin cool, ist ja klar. Nee, das bei der Folge, aber Julio, ich bin doch schon längst versprochen. Da gab es ein Gespräch mit Kaban und Jojo und ein längeres Blabla, wo hier voll die Vergangenheit offenbart wurde und so ein Shit, dass da irgendwie einfach mal ganze Sätze fehlen und zwar gar nicht so wenig. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Schnittfehler schließe ich erstmal aus. Nicht nur deswegen, weil ich wie gesagt cool bin, sondern weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann. Das wird irgendwas beim Exportieren gewesen sein. Oder beim Video oder irgendwas anderes. Ich habe jetzt halt das Original nicht mehr. Daddy könnte das noch haben. Also die Original ganz Rohdatei. Oder müsste ich die halt komplett nochmal schneiden? Das wird nicht passieren. Außerdem habe ich noch nie eine Aufnahme von Daddy benutzt und bin mir deswegen gar nicht sicher, ob da alles gleich laut ist und so. Also solche ganz dummen Sachen. Von daher ist das jetzt sehr ärgerlich, dass da was fehlt, aber kann ich jetzt erstmal nichts dran ändern. Wird sicherlich nicht mehr vorkommen. Sag ich jetzt einfach mal. Ich kann noch die Sätze ungefähr nachstellen. Die waren so, boah, krass. Und Jojo, ja, ist halt so. So ungefähr war das. Wird sich jetzt auch noch jeder dran erinnern, ist mir vollkommen bewusst. Jetzt aber zum Aktuellen. In der letzten Folge sind sie beim Camping quasi nochmal richtig angekommen. Also in dem Zustand, wo wir dann halt auch wieder ein bisschen wacher und fitter waren. Und es gab die Einführung in die Miss- und Mister-Wahlen, das Kennenlernen von Kevin und das Kennenlernen der beiden Endgegner, sowie eine kleine Vorstellung, die natürlich für mich super easy war, weil irgend so einen Lappen darzustellen natürlich viel einfacher ist, als Leute darzustellen, die gewinnen wollen. Aber gut, das ist ja erstmal zweitens. Ansonsten war da gar nicht mehr so viel, ne? Genau, Strategiebesprechung mit Gandhi und so ein Shit. Ja, sowas war. Und die schlechteste Ausrede überhaupt, wo man ja nicht dran teilnehmen kann, aber es musste halt sein, weil ich hatte auch keinen Bock. Da müsste ich mir auch Sachen ausdenken, das können wir, also entschuldige bitte, aber wird einfach nichts. Jetzt geht es weiter mit dem Wettbewerb und das wird auch diese Folge abgeschlossen werden. Es wird also sich alles nicht mehr so ewig ziehen, abgesehen davon, dass die Folge halt einfach 100 Jahre geht, wie ich gerade sehe. Aber das muss so. Ja, das war's. Viel Spaß und bleibt geil. Hallo! Silber, hallo! Ich warte noch auf darauf. Ach nee, hat er schon gemacht. Klug! Ich habe erstens, letzte Folge bei der Vorstellung, habe ich erstens vergessen. Flummi. Jojo hätte doch ihre Vorstellung beenden müssen mit: Tja, eigentlich will ich doch vom Leben noch. Nee, ich will doch eigentlich nur gefürchtet und. Nee, scheiße, wie war denn das? Ich will doch nur respektiert und gefürchtet werden. Das kann man doch wohl vom Leben erwarten. Das wäre eine schöne, aber nee, na gut. Das ist ein Jojo-Satz. Ich weiß, ich weiß. Ich liebe diesen Satz. Und dann habe ich vergessen, dass Kaban auch noch Charisma minus 1 würfeln darf. Oh. Mit. 2 Erfolgen. Ich hoffe. Immerhin ein Erfolg. 50% Erfolg. Das Würfeltool ist kaputt. Ja, sonst habe ich immer 6 bei 2 Würfeln. Achso, ja, dann ist tatsächlich echt kaputt. Ja, warum hätte das denn Performance hätte das gehen können, ne? Aber Performance habe ich natürlich nicht. Nee, ich weiß, dass du Performance nicht hast, deswegen habe ich das einfach übersprungen. Sehr gut.
Juti, es wird dann. Ich finde also das dazu... so toll, dass du das weißt von mir und so. Das ist schon ziemlich geil gerade. Ich fühle mich richtig hart respektiert deswegen. Ihr seid ja auch beides Individuen, die eine individuelle Wertschätzung benötigen und ich gebe die euch gerne. Ich beschäftige mich mit euch und euren Charakteren. Ich versuche einfach, dass das hier eine Runde wird, in der wir alle gut miteinander auskommen und dazu gehört es halt auch, dass ich mich ein bisschen damit auskenne, was ihr und eure Charaktere denken und fühlen und ich möchte gern brechen, habe aber keinen Eimer da, deswegen schlucke ich es die ganze Zeit runter und das schmeckt echt richtig gut. Da rüttelt jemand echt am Ohrfeigenbaum. Ja. Gleich wird eine reif, scheiße. Also. Juti. Kevin wird dann verkünden, dass wir natürlich das kann man nicht bewerten, ja, also das war jetzt die erste kleine Vorstellung, das war schon so eine Art Wettbewerb, weil natürlich wir alle sehen wollen, wie sich alle präsentieren, aber wir reden ja hier über das Leben unserer Kandidaten, das wird natürlich nicht bewertet, deswegen kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar, nachdem wir den Nachmittag einfach eine Runde frei machen können, ich helfe gern, falls es wieder Fragen gibt, zum Kochen, zum Zeltaufbau und was nicht alles, überhaupt kein Problem, oder auch zu dem Medikamentenhäuschen da hinten und so weiter. Auf jeden Fall, heute Abend wird es dann eine kleine Modenschau geben. Ich möchte es gleich dazu sagen. Es gab in den letzten Jahren dazu immer wieder Verwirrung und so weiter. Ich halte alle dazu an. Es geht hier sicherlich, wir können das nicht ausschalten. Manche Menschen gefallen uns mehr als andere. Aber es geht hier vor allen Dingen darum, dass alle Spaß haben. Das ist ja prinzipiell, wir wollen ja Spaß haben, wie sich alle mal ausprobieren können bei so einer kleinen Modenschau, wie sich die Leute präsentieren. Es geht nicht darum, irgendjemanden hier in irgendeiner Form bloßzustellen oder sonst irgendwas. Wir wollen einfach Freude haben und zu so einer echt amerikanischen Miss- und Mister-Wahl gehört auch so eine Modenschau, deswegen nehmen wir das einfach mit. Ich weiß natürlich auch, dass hier nicht jeder irgendwas ganz Spezielles dabei hat, um Gottes Willen. Ich könnte einen Bikini-Contest verlangen, wir haben ja nicht mal einen Badesee. Das wäre absurd. Nein, es geht darum, jeder bringt einfach die Klamotten mit, in denen er sich wohlfühlt, die er dabei hat, die ein bisschen was über ihn aussagen. Und dann machen wir so einen kleinen Laufsteg, das wird sicherlich spaßig und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Heute Abend, 21 Uhr. Geht es los, 20 Uhr ungefähr das Treffen und ja, das wird eine kurze Sache, aber sicherlich dann auch für den heutigen Tag ein schöner Abschluss. Bis dahin, ich bin da hinten, falls ihr mich sucht, wie gesagt, für kleinere Hilfen. Ich danke nochmal allen unseren Kandidaten, ich danke dem Publikum ganz herzlich und wir sehen uns später. Gibt natürlich einen Applaus. Ja, natürlich. Er wird sterben. Bitte schnell. Jojo geht zurück zum Zeltplatz. Ja, ich werde auch zurück zum Zeltplatz gehen, nachdem ich mich versichert habe, dass mich keiner noch ansprechen möchte oder irgendwie anders. Dich werden jetzt natürlich Leute ansprechen. Ja, auf jeden Fall wird sie auch noch bleiben. Gut, ihr werdet also ein paar Leute noch behilflich sein. Sehr gut. Auch das ist anstrengend. Das ist kein Problem, ich mache das richtig gerne. Natürlich. Ja, und dann später kommt er zurück. Ich meine, es wird auch nicht unheimlich lange sein, dass wir schon noch irgendwas wollen. Ja, gut. Na, fühlt ihr euch ein bisschen wie eine kleine Nutte? Schon. Kleine dreckige? Jojo hat gegen Ende tatsächlich, wurde es für sie anstrengend. Sie musste sich am Ende auch ein bisschen zusammenreißen. Zuzuhören? Nee. Gerade Leuten, wenn dann noch Leute da sind und irgendwie bla, das wird ihr gerade langsam etwas unangenehm. Du machst die Selbstbeherrschungsprobe dann, wenn du es für richtig hältst. Ja, jetzt mache ich noch keine. Ich sag nur, es ist ihr unangenehm. Noch ist keine Selbstbeherrschungsprobe notwendig. Ich freue mich auf die Probe. Alles cool. Jedes Mal, wenn es mir zu blöd wird, denke ich nur 3000 Nuyen, 3000 Nuyen, 3000 Nuyen, 3000 Nuyen, 3000 Nuyen, 3000 Nuyen. Und dann geht es mir wieder besser. Gute Einstellung. Ja. Jojo denkt sich. Er wird sich revanchieren. Nein, ja. Sie denkt sich, dafür wird er büßen. Ich werde ihn umbringen. Nein, ich kann ihn nicht umbringen. Vielleicht auch, er hat mir das Leben gerettet. Ja, irgendwie so. So, okay. Ja, das eigene Leben zählt heute doch dran, nichts mehr.
Sie geht zurück auf den Zeltplatz und chillt sich erstmal irgendwie in irgendeinen Campingstuhl, der da rumsteht. Gandhi wird euch beiden belohnungsweit rushen bringen. Das ist schön, aber ich wollte vorher erst zum Medikamentendingsbums. Weil, ja, ich merke ja schon, dass das ja ein bisschen doch anstrengend ist, hier so zu schlafen und so. Und deswegen hätte ich jetzt vielleicht etwas zur Entspannung gesucht, vielleicht. Ja, du trittst also in diesen kleinen, dieses kleine Häuschen. Also das ist im Wesentlichen so eine Art Pavillon mit Seitenwänden, ne? Da ist dann auch so ein Dude. Der ist diesmal nicht alert. Der ist professionell. Der dich natürlich fragt, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so festgestellt, so das Schlafen so auf dem nackten Boden und so, das ist so irgendwie, ist das nicht so entspannt. Ich suchte eigentlich auch ein bisschen was zum Entspannen. Nehmen Sie denn sonst irgendwelche Schlafmittel, irgendwelche Medikamente? Nee, also ich versuche mal so natürlich zu bleiben wie möglich. Ja, ja, natürlich. Und möchten Sie etwas zur Entspannung oder ein leichtes Schlafmittel oder wonach genau suchen Sie? Etwas zur Entspannung. Einfach nur zur Entspannung, So, ne, wenn man so immer so auf dem Gras liegt und so, das ist dann halt, ne, ich weiß nicht, da braucht man halt mal was zum Entspannen. Ich grinse ihn an. Flummi. Jo. Wenn ich in die Apotheke gehe und sage, ich hätte was zur Entspannung, dann sagen, wollen die mir irgendeinen scheiß homöopathischen Dreck andrehen, ne? Dann geben die auch Baldrian oder irgendwie sowas, je nachdem, was du hast, was du willst. Siehste, sie werden dir ein synthetisches Baldrian vorschlagen. Synthetisches Baldrian. Das beruhigt. Wie stark beruhigt das denn, ist die Frage. Nicht so stark. Nicht so stark, aber du siehst jetzt halt auch nicht aus, als bräuchtest du was wirklich Starkes. Ich bin doch ein starker Org. Es ist eine leicht, also ich bin mir nicht mal sicher, also es gibt, es hat Tradition, wie viel Placebo-Effekt dabei ist. Ja, und dann sage ich ihm auch quasi, ne, also dass ich mit Baldrian keine guten Erfahrungen gemacht habe und das ist halt bei mir irgendwie, das ist irgendwie zu schwach, das wirkt halt nicht vernünftig. Ich bin ja auch ein bisschen kräftigerer Ort, nicht wahr? Und aber Muskelentspannungsmittel gibt es auch wenig, die dich nicht völlig wegknallen. Na, Muskelentspannungsmittel doch sowieso nicht, oder? Ich dachte halt eher an irgendeinen Psychopharmaka jetzt. Ja, also ich frage, was er will. Ich was will OT den Elfen ausnocken, das ist mir schon, das ist mir völlig klar. Dann brauchst du aber ein Schlafmittel. Deswegen gibt er dir jetzt ein, na gut, ein Schlafmittel und Schlafmittel ist ja im Wesentlichen nicht viel anders. Na Juti, er gibt dir ein Mittel, das er für dich speziell nochmal draufschreibt, wie du es für dich als Ork dosieren musst. Es wirkt entspannend, aber auch zum Ende der Medikationszeit hin etwas ermüdend und wenn du es übertreibst, dann auch sehr ermüdend. Ja, aber ich kann es nicht überdosieren, damit ich halt irgendwie, also, ne, ich frage halt nach, so als wenn ich halt ein bisschen Angst davor hätte, das zu überdosieren. Na, ich sag mal so, der wird dir eine Menge nennen, die sehr hoch ist, wo du es natürlich überdosieren kannst, aber wenn du halt so viel nimmst, wie er sagt, dann passt es schon. Ah, okay, gut, das ist ja, ne, prima. Dann bedanke ich mich freundlich und gehe meiner Wege. Sehr schön. Nur für den Fall, dass wir den Typen mal ausnocken brauchen, haben wir jetzt was. Das wirst du damit nicht schaffen. Wieso, wenn es ein Schlafmittel ist und der ihm ordentlich reinfüllt, wenn er ihm eine Ohrportion gibt? Das ist ein Elf, der hat bei mir einen Konzi weniger, denk dran. Ja, aber wie willst du, also außer es ihm reinzuzwingen, wie willst du denn jemanden dazu kriegen, solche Mengen Schlafmittel zu dir zu nehmen, ohne dass er es merkt, das schmeckt man? Ja, das ist erstmal die zweite Frage. Daran hat auch Aber nicht gedacht. GHB verkaufen sie aus sinnvollen Gründen nicht. Schade. Schade, schade, das Ding ist mit GHB, weißt du, ist so schwer nachzuweisen und so einfach zu daydrapen. Ah, ich weiß nicht. Schade. Das lassen wir mal lieber sein. Und GLB dann komme ich, halt, komm ich halt ganz stolz ins Camp. Und, ne, hier, ich habe uns was zu besorgen, womit wir den eventuell einschläfern können. Den Schleimer. Okay.
Nicht du. Den Schleimer. Also. Dann, ne, schmeiß ich dir das hin. Carmen hat so viel Ahnung von Drogen. Das ist super. Das zähle ich jetzt aber nicht unter Drogen. Das ist jetzt Medizinskill, um das festzustellen, was da genau abgeht. Wie auch immer. Er hat davon keine Ahnung. Hast du nicht sogar Erste Hilfe auf 1? Erste Hilfe, ja, aber keine Medizin. Stimmt. Also es gehört ja nicht zur Ersten Hilfe, sich mit Entspannungsmitteln zu beschäftigen. Das war. Karwan, wie viel braucht man denn davon? Also ich brauche, ich gucke auf den Beifangzettel. Eine zur Entspannung, zwei zum Pennen. Also wenn wir ihm 3 geben, soll das für ihn reichen, denke ich. Wie willst du denn jemandem 3 von diesen scheiß Pillen unterjubeln? Das weiß ich doch noch nicht. Keine Ahnung. Du bist hier die Expertin für Pillen. Vielleicht könnten wir dem noch einfach 4 geben oder so. Wir backen das einfach in seine Soße mit ein oder so. Aber ich bin nicht die Experte darin, jemandem sowas unterzujubeln. Ah. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, haben das meistens freiwillig genommen. Meistens. Wir packen das einfach in irgendein Stück, was er isst. Also wir machen das zum Pulver und dann pulvern wir das da rein. Leck mal kurz an so einem Ding. Guck mal, wie bitter das ist. Richtig eklig. Hm. Er macht die denn so widerlich? Soll man nicht Spaß haben, die Dinger zu nehmen? Du kennst dich doch mit Pflanzen aus hier. Mal, steck mich nicht an. Entschuldigung. Das war in-game. Ja, bei mir nicht mehr. Naja, keine Ahnung. Gibt's ja nicht irgendwie sowas wie, was weiß ich, irgendeine scheiß Pflanze, die man nicht möglichst nicht anfassen sollte oder keine Ahnung was. Wo einer von denen okay. Mal zufällig vielleicht irgendwie, also sowas wie Gift-Efeu, irgendwas, was fiese Ausschläge Gift-Efeu, macht. Genau, das wusste ich. Gibt es hier Gift-Efeu in der Gegend? Würfel doch mal. Auf was? Botanik. Darin ist er nämlich gut. Und Intuition. Oh. Du solltest nicht sagen, ich bin irgendwo drin gut. Dann würfel ich immer schlecht. Quatsch. Aber ich würfel auch mal auf Parabotanik. Jan. Das war doch kein Spaß. Das Würfeltool ist kaputt. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Also. Also auf dem Campingplatz schon mal überhaupt gar nicht. Weil da haben sie vielleicht mal vorher hier geguckt, dass da vielleicht keine Pflanzen sind, die den armen kleinen Lohnsklaven zum Verhängnis werden könnten, ne? In der Umgebung ist es relativ unwahrscheinlich, dass da die gegebenen Voraussetzungen für Gift-Efeu oder eine ähnlich eklige Pflanze sind. An kleineren Stellen, wo quasi die Sterne hier, ne, in der richtigen Reihenfolge stehen schon. Aber schwer zu finden. Na, wir wollten doch eh irgendwann nochmal auf Survival-Tour. Wir können den Typen einladen, mit uns quasi Bergsteigen zu gehen. Das werden wir auf gar keinen Fall tun. Und dann fällt der runter. In der Umgebung gibt es keinen einzigen Berg. Mist. Alter, Gift-EV ist widerlich. Das wünsche ich nicht mal meinen stärksten Erzfeinden. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Mistviecher, die das machen. Irgendwelche scheiß Ameisen oder so. Du willst, dass ich auf Parasitologie würfel? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn man sich mal in so einen Ameisenhaufen gesetzt hat. Immerhin 2 Erfolge. Ich meine, ich habe über den selben Pool dafür. Also die können ja vielleicht mal irgendwo in so ein Und Zelt 4 Erfolge geraten. Auf Zoologie. Junge, Zoologie kann ich. Das Problem ist, dass mir jetzt bei Zoologie kein normales Tier einfällt. Das Tiere, also normale Tiere sind auch normale Ameisen. Ach so. Parazoologie wären Insektengeister. Amphibien könnten irgendwelche Gifte haben, die relativ eklig sind für die Haut. Ich meine, selbst manche normalen Kröten haben schon tatsächlich, ne? Den Effekt, dass du Warzen ähnliche Sachen kriegst. Jo. Es gibt ein einigermaßen sumpfiges Gebiet, wo mehrere Lurche zu finden sein könnten, die nicht den besten Effekt, wenn du sie quasi abkratzt, dass die so die Schleimhaut da abkratzt, nicht den besten Effekt auf jemandes Haut haben könnten. Haha, wir können eine europäische schwarze Witwe, schräg die giftige, nehmen.
Das wiederum sind keine Amphibien, habe ich gerade irgendwo gehört, oder? Ja, ich meine aber nur gerade, dass es die in dieser Gegend wächst, also lebt. Und sie geht sogar Juni bis Juli auf Wanderschaft. Und dann kommt es zu häufigen Spinnenbissen. So. Aber die leben ja jetzt nicht im Sumpf. Das ist richtig. Und auch nicht im Grasland, also in der flachen Ebene. Und das sind die beiden Sachen, die es dort gibt. In der näheren Umgebung so. Ja. Ja. Wir können ja einfach sonst mal gucken gehen, was es so gibt. Zur Not, zumindest einem von beiden, kann man sowas ja auch mal irgendwie in den Schlafsack packen oder was weiß ich. Wenn es nur so ein Vieh ist, in das man sich mal reinlegt. Ups. Die Viper würde hier dann auch noch da reinpassen. Ich weiß nicht. Weißt du, was das Problem ist? Wir müssen die Dinger auch selber fangen können, ohne davon gebissen zu werden oder gestochen zu werden oder beschleimt zu werden. Ja, das ist richtig. Und deswegen sollten wir uns vielleicht an irgendwelche Viecher halten, wenn überhaupt, die A, nicht tödlich sind. Gibt's doch den nicht. Also, ein paar okay. Dings schon, aber... Die A, nicht tödlich sind und zum Zweiten vielleicht auch für uns einfach handelbar. Also mit einer Schlange will ich mich jetzt nicht anlegen. Ach, Schlangen sind eigentlich relativ einfach. Das mag sein, aber ne? Du musst die Schlangen nur am Hinterkopf packen, dann können die dich nicht mehr beißen. Legst du die einfach ja, hin. Aber bis du es geschafft hast, sie am Hinterkopf zu packen, kann die dich auch schon dreimal gebissen haben. Ich bin kein Mungo. Du bist nicht ein Mungo? Ja, falsch, das ist der Mungo. Ja, schon, aber dann passt das aber nicht mehr mit dem Wortwitz. Das stimmt, aber du musst jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderb, also, ne? Ja. Also, ich appreciate das wirklich, aber vielleicht warten wir erstmal ab. Hast du dir schon ein Outfit überlegt, was du heute Abend trägst? Jogginganzug. Ich bin ein Sportler, dann passt das. Ja, es ist die Frage. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach anfange, jetzt im Bad-Taste-Look durch die Gegend zu laufen, aber das muss man mit Ansage machen. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, was Richtiges raussuchen. Vielleicht war Kevin vorhin für mich zu anstrengend und deswegen werde ich nochmal kurz klarifizieren, was er genau sagte. Ihr gebt ihm vorher quasi einen Namen und eine Minimalbeschreibung eures Outfits und dann kommt er auf den Laufsteg und stegt. Das heißt, wenn du sagst, Kevin, bad taste, oh, volle Bude oder was, dann wird er das so vortragen. Ne, das ist möglich. Ein Jogginganzug. Der sportliche Ork von heute. Der präsentiert zwar etwas, aber... Welchen Eindruck hast du denn von jemandem, der bei einer Modenschau, auch wenn sie nur zum Spaß ist, um sich auszuprobieren... Also wenn da so ein Ork kommt und er hat einen Jogginganzug an, dann wirkt das folgendermaßen. Schaut hey, yo, Leute, Bitch. Alter, ich bin Kaban. Ey, krasse Boy bin Nico. Ich. Ich knall die Freier von vorn und von hinten, Alter, das kann man so dran zünden. Also, Nico. Ja, aber so wirkt es dann. Das wirkt direkt wie ein Kaban und nicht wie ein Nico. Oder noch schlimmer, es wirkt wie ein Vlad. Na, aber wenn du das halt ein bisschen... Ne, wie auch beim Mondschirm. Es ist ein Jogginganzug, Deli, komm schon. Aber es ist ein pass Jogginganzug auf. Mit nein, einem nein, dicken nein, sportlichen Kaban, Outfit. Nein, pass auf. Wenn Jojo sich da in Badelatschen, Tennissocken, die sie bis an die Knie hochzieht, weil die hier viel zu groß sind, einem Womenbeater, mit dem sie vor die Bratpfanne ausgewischt hat, und irgendeiner Hose, die sie, was weiß ich wo, gefunden hat, auf die Bühne geht und das wird sie tun. Das ist meine Ansage. Du bist so klug. Ein Womenbeater bestimmt von einem Kerl, oder? Na klar. Das heißt, mit Schweißflecken. Das heißt, man sieht sogar noch perfekt den Bikini oder BH, den du drunter hast, weil dir das Ding einfach fast auf Hüfthöhe hängt. Also die Ärmel da, die unteren Ärmel durch, da wo man die Arme durchsteckt, ne? Ja. Das hängt ja fast auf Hüfthöhe. Du bist so geschickt. So, und dann, weißt du, wenn sie sowas macht, dann ist das niedlich. Dann ist das ein bisschen rebellisch, aber irgendwie niedlich. Wenn du das Gleiche machst, wirkst du wie der Vollassi vom Dienst. Du musst es eigentlich genau andersrum machen. Du musst genau das machen,
was du nicht tust. Und Jojo würde normalerweise auch in solchen Klamotten nie auf die Straße gehen. Aber da kann sie es machen. Und da wirkt es bei ihr auch. Genauso, wie es wirken muss. Das Problem ist, ich habe keinen Anzug. Hier. Du brauchst keinen Anzug. Aber damit würde ich auf die Bühne gehen können. Das ist richtig, damit würdest du auf die Bühne gehen können. Aber du brauchst hier keinen Anzug. Das reicht einfach, wenn du... YMC. Naja, aber die Klamottenschau. Nein, das ist zu Klischee. Ich weiß. Zu sehr. Aber wenn du zum Beispiel sagst, die haben da doch Pools, habe ich gedacht. Hattest du irgendwie erwähnt. Kein Badesee, aber ich dachte... Unterwäschemodel. Stimmt, das habe ich letztes Mal gesagt, also muss das stimmen. Die hatten Pools, ja. Vielleicht hast du es auch nicht gesagt. Unterwäschemodel. Ja. Ich bin ganz Ohr. Unterwäschemodel. Ich muss nichts anhaben. Also, bis auf ein bisschen. So eine richtig schöne, hautenge Unterhose quasi. Nee, pass auf. Wenn du dir... Und einen Regenschirm. Nee. Also entweder machst du sowas, oder was du auch machen kannst, ist, dass du ein T-Shirt hast, das ein bisschen enger ist, aber halbwegs... Nee, sowas hast du gar nicht dabei, ne? Nee. Okay. Du könntest im Campingplatz rumgehen und fragen. Ich werde das auch tun. Ich werde ein paar... Ich weiß schon, wen ich frage. Zumindest wegen des... Hat Cover nicht irgendwie so eine Art enges Tank-Dingens-Shirt für Männer? So eine Art Women-Beater, bloß halt nicht so labberig, sondern eng anliegend dabei? Sondern das ist ja auch so eine Art Sportklamotte. Moment, ein Women-Beater ist doch eigentlich eher eng anliegend. Das sind doch diese weißen, feineren Dinger. Ja, aber die hängen doch immer ein bisschen runter und sind nicht so hundertprozentig... Ich sehe erst das Bild. Hundertprozentig schlaff. Was war das Letzte? Sauerkirsche. Nee, unter so einem Women-Beater verstehe ich halt so ein Ding, was schon... Also ich meine, je nachdem, wenn du es dir vier Nummern zu klein holst, ja. Also aber ich kenne eigentlich... immer diese weißen Feinripp-Unterhemden. Ja, klar, weiß es Feinripp, aber die sind doch eher schlabberig. Eigentlich sind die eher enger, weil normal, wenn du sie in der richtigen Größe holst. Ja, aber die holst du ja nicht in der richtigen Größe, weil du bist ja ein Women-Beater. Das stimmt. Der muss ja einen Grund haben, deine Frau zu schlagen, deswegen ist das Ding ja falsch gekauft worden. Ja. Und da die Frau ja davon abhängig ist, dass du die hast... Und schlägst, deswegen kauft sie ja größer, damit sie halt Anerkennung, also... Ich gebe jetzt einfach mal einen Women-Beater. Na, Unterwäsche kannst du probieren. Versuch's. Keine Ahnung, ob's klappt, aber versuch's. Aber versuch dabei sympathisch rüberzukommen. Na sicher, ich bin ja auch quasi, ne, ich bin ja auch keine Gefahr, aber ich bin halt die verbotene Frucht, die, ne? Nee, du bist keine verbotene Frucht. Aber vielleicht so ein bisschen... Bisschen verschämt dabei. Das ist wichtig. Ein kleines bisschen verschämt. Hä? Nein, Gay Pride. Na gut. Gay Pride. Das wäre jetzt auch noch die. Nein, ich mach nicht auf Billy, das kannst du vergessen. Nee. Das kann man vergessen. Nein. Karma-Abzug, wenn du das machst. Eben, das würde auch nicht funktionieren. Das kann er auch nicht. Genau, kann das. Richtig. U-Team. Hat irgendwer von denen, also Jojo braucht noch ein paar Schuhe dafür, für diesen blöden Laufsteg? Kannst du meine haben? Okay, aber ich kann in denen nicht laufen. Ich dachte, du wolltest Flipflops. Ja, Badelatschen oder Flipflops. Ja, würfel halt mal Charisma und verhandeln. Kavan, 6 Würfel bitte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir verhandeln würfeln. Na, oder das zweite, dritte Mal. In 2 Jahren. 3 Folgen. Dann kriegst du das Outfit, was du dir... Also ich meine, von dem, was ich gehört habe, war es ja alles auf jeden Fall besorgbar. Von kriegst das Outfit, was du dir gewünscht hast. Und dazu noch Accessories nach Wahl, wenn sie halt nicht übertrieben sind. Kostenlos, musst halt nur zurückgeben. Oh Gott, Accessories, braucht sie das überhaupt? Ich habe gesagt nach Wahl, wenn du dich entscheidest, keine zu nehmen. Aber du hast halt so lange Haare nicht mehr, aber du hast halt schon noch relativ lange Haare, damit kann man einiges machen. Die sind sehr lang, eigentlich. Wenn sie keine Dreads drin hat, sind die sehr lang. Stimmt. Du hast turbolange Haare, da kann man super viel mitmachen mit Haaren. Das ist wahr, sich irgendwelche ganz fürchterlichen, komischen, alte Oma-Spangen irgendwie rein und bla und wow, das geht alles gut. Haarfärbemittel zähle ich mal unter Accessories. Und Haarreifen. Tönungen.
haben. Färbemittel kannst du aber schlecht wieder zurückgeben. Kann sie ja bezahlen. Die schenken sie, weil sie den Spaß auch mal mitmachen wollen. Der Kevin hat sie so motiviert. Platinblond. Bad Taste war die Ansage. Ist schon ein bisschen geil jetzt. Also ich muss sagen, da... Ja, ja. Da kann man schon mal... Kabern! Was hatten wir uns jetzt geeinigt? Unterwäschemodel. Ich würde... Also eine Boxershorts anziehen, sagst du. Jo. Und ich würde sogar ein Hemd oben drüber ziehen, was ich dann auf dem Streak ausziehe und da liegen lasse. Hat er nicht gesagt! Oh, doch, hat er gesagt. Ein Hemd? Besitzt Kabern denn Hemden? Zur Not... Niemand hat meine Größe verflucht. Meinst du Hemd oder Unterhemd? Nee, Hemd. Okay. Also hast du ein Hemd mit auf den Zeltplatz genommen? Wahrscheinlich eher nicht. Nicht, Ich glaube nicht, dass Carmen auf die Idee kommen würde. Du kannst auch gerne Charisma und Verhandeln würfeln. Ich glaube, dass es das einfach nicht gibt. Da ich keinen Handeln habe. Naja, mit zwei Würfeln machst du doch wieder 5 Erfolge, hast du gesagt. 2 Erfolge. Komm, Kaban, das kannst du doch. Nee, 0 Erfolge. Oh, es wäre sogar fast ein Patzer gewesen. Ja. Tja, Aber, nee. Ist nicht das Ding, ich würfel nämlich jetzt auch verkleiden und hol mir nämlich quasi eine gute Idee, die ich noch nicht im Kopf habe, und mach halt ein sexy Unterwäschemodel, was halt was weglegt. Kannst ja mal Gandhi fragen, das ist fast so groß wie du. Minus genau, 2. Gandhi. Gandhi ist fast so groß wie du, aber halt nur halb so dick. Also, stimmt. Breit. Ja, das Hemd muss ich ja auch nicht lang anhaben, so ist das nicht. Wir könnten aus deinem also du kannst eins... Ich meine, ich habe kein Hemd mit, ne? Das muss schon mal uns einig sind. Ja, ja. Wir könnten irgendein T-Shirt nehmen von mir und da das dann ein bisschen bei dir spannend wird, könnte man das quasi zu einer Weste umfunktionieren, indem wir das einfach aufschneiden. Ich kann das umnähen, das geht. Hast du Zeug mit? Nö, aber vielleicht ich muss mir jetzt eh noch meinen Women-Beater besorgen gehen und vielleicht finde ich auch irgendwo Nadel und Faden. Würfel doch mal Handwerk mit MacGyver, aber... Das brauchst du nicht würfeln, weil wir haben eine Überlebensausrüstung dabei und da ist Nähzeug drin. Und da sind Knöpfe drin? Und Nähzeug und Garn. Knöpfe? Und Garn? Willst du mich verarschen in einem Überlebensset? Guck rein. Da sind garantiert Überlebenssachen zum Nähen drin, aber nicht für, also ich bin nicht überzeugt. Also da ist mit Sicherheit Nadel und Faden drin. Ich bin nicht überzeugt. Ich glaube auch nicht, dass in Shadowrun noch Nadel und Faden der Shit ist, wenn du irgendwas zum Ausbessern hast, sondern irgendein anderer, weiß ich, Kleber oder so ein Gedöns. Jojo bemüht sich, es hinzukriegen. Du hast doch diese Fertigkeit, die willst du doch endlich mal würfeln. Na, dann mach das. Eben. Und du kriegst einen beschissenen MacGyver-Bonus, aber du kriegst... Mit Geschick? Kaban, würfel mal 9 Würfel, wenn ich MacGyver-Bonus krieg. Warte. Der Spielleiter überlegt noch. Jo, du hast 8 Würfel. Gut, würfel mal bitte 8 Würfel für mich. Ja, die kann nähen. 4 Erfolge. Also du hast am Ende... so ein T-Shirt, was so ein bisschen glänzig ist von Gandhi. Aus irgendeinem Grund. Er wird sich dazu nicht äußern. Es ist... Du hast die Wahl zwischen Azurblau und Giftgrün. Azurblau, bitte. Azurblau. Was halt richtig geil an Arm spannt und auch generell nicht schön zu tragen ist. Was man aber dann mit Jojos Hilfe umnähen kann, indem man es einfach vorne aufschneidet und ein paar Knöpfe dran macht. So, dass es aussieht wie eine Weste. Das kann man auch schnell loswerden. Das passt aber nicht zur Camouflage-Hose. Entschuldige bitte? Ich dachte, hier ist auch eine Camping-Disco. Oder wollte ich... Ich meine, das hätte ja sein können. Damenwahl? Wollte ich ein schmucker Typ sein? Ich muss mich überhaupt auch außerdem nicht rechtfertigen. Ohne mich hätte er überhaupt keine Chance. Warum tust du das? Das ist richtig. Könnte sein, dass er ganz kurz vielleicht heute mal... am Schnaps geguckt hat, wie der riecht und dann ist sofort in dem Moment alles verdunstet und in den Kopf, nein, ich weiß doch auch nicht, was los ist, aber es ist Schwein. Gucke nicht so blöde jetzt.
gehe jetzt darüber. Das sind die Typen mit dem Schnaps und die sind auch nicht bei dieser hässlichen Miss und Mister-Wahl dabei. Ihr braucht mich jetzt erstmal nicht. Die und können wählen. Überzeugt davon, dass ich die Guten sind. Ich beneide dich. Ich gehe jetzt dahinter und wenn ich mit denen fertig bin, habt ihr Stimmen für Nikolai und die Tante. Hier, Lilly. Genau. Bis dann. Bis dann. Ich komme euch später besuchen. Das sollst du nicht machen. Warum nicht? Da sind die Platzassis, Alter. Da kannst du dich nicht mit denen abgeben. Na klar kann ich das. Ja, das macht aber einen schlechten Eindruck. Das schlägt ja zurück auf dich, Mann. Ja, das war und doch Außerdem? Willst du deine Ruhe haben? Halt meine Schnauze! Das ist bisher eine Männerrunde. Alles klar. Und ich finde, das sollte auch so bleiben. Gut. Wenn er mich braucht, bin ich nicht ansprechbar. Bis morgen. Bis morgen. Ich beneide ihn. Sagt Jojo, guckt wehmütig hinterher. Kopf hoch. Kinn raus. Nein, Kranrücken. Kopf hoch, Brust raus. Ja, aber du hast keinen. Also. Kaban. Ich denke, der Greif von Jojo und der Greif von Freya würden sich nicht viel unterscheiden. Aber sie hat ein... Oh Gott, was war's? Oh, ich hab's vergessen. Doppel-D. Nein, Nee, Moment. Freya hatte ein... Oh Gott, ich hab's vergessen. Du hast irgend so ein schönes Wort vor halbem Greif gehabt. Nicht mal. Nee! Das war nicht die Rechtfertigung, warum er sich mit ihren nicht mal einen halben Greif irgendwie noch zufrieden gibt. Oh, das war so ein schönes Wort. Egal. Sie hat Sex mit mir? Ja, ein Wort. Ich weiß es nicht mehr. So in die Richtung adorable oder so. Nee, keine Ahnung. Sympathischen. Der geneigte Zuhörer will's, nein, sagen. Nein, oder? Nein, wird er nicht. Das ist bei ihm mindestens ein Monat her, wenn nicht zwei. Du weißt doch, unsere Leute, unsere Lieblingszuhörer, die hören sich dann auch mal noch das zurück an. So, Kaban, Daddy, pass mal auf. Für mich ist es ein Meter, mich umzusetzen und dich aus diesem TS zu schmeißen. Ich möchte, dass du das immer im Auge behältst. Aha. Ich sag das nur. Lieblingszuhörer. So, ihr seid bereit. Ihr geht dahin. Ihr bemerkt Folgendes. Da Slavio unterhält sich mit ein paar Typen, dann auch mit Kaban. Er ist einfach wirklich so ein sympathischer Typ. Der ist auch nicht wirklich arrogant und so und der macht auch nicht immer auf die Harmonie Dinge. Der ist jetzt nicht so derb wie du oder so. Eigentlich wärst. Also ich meine jetzt dich, Daddy. Aber er ist halt okay, ne? Jojo, aber auch du, aber vor allen Dingen Jojo bemerkt, dass sich die Nadeshda mit der Tuse, dessen Namen ich vergessen habe, bei der ich letztes Mal die Vorstellung gemacht habe, ne? Ja, mein Babuschka halt. Bro, irgendwas weiß ich die nicht. Die mit den Katzen. So. Katzenlady. Die Katzenlady. Auf jeden Fall, sich mit ihr unterhält. Sie wirkt freundlich und einfühlsam. Sie legt ihr eine Hand auf die Schulter. Und dann wird die Katzenlady sich umdrehen. Tränchen glitzern in den Augen. Und dann wird sie von der Bühne, also noch hinter der Bühne, davon stürzen. Weinend, schluchzend gar. Zu ihrem Zelt laufen. Ich werde zu ihr gehen und sie trösten. Sie ist außerhalb der Sichtweite. Ey, jo. Bitte? Och, Mann. Na, die ist halt wirklich vom ganzen Spaßgelände da gelaufen und zurück zu den Zelten ab. Habe ich ungefähr zugehört, was sie gesagt hat? Ja, mach doch mal Wahrnehmung hören. Na, ich habe Audioverbesserung. Ich wollte es nur gesagt meinetwegen. Haben. Weil sowas gebe ich nicht ab. Warum auch, sind die eben bloß Kopfhörer? Also nicht Kopfhörer, sondern Ohrstöpsel. Eben. Und ich höre genau zu. Gibt mir das einen Bonus? Nein. Dann habe ich 7 Erfolge. Was ist denn dein Limit? Das werde ich mit Sicherheit erreicht haben. 7 Erfolge. Zum Glück hast du nur ein mentales Limit von 5, Alter. Ja. Denn 5 Erfolge sind ja viel besser. Also. Es verhält sich so, dass die Elfe
Gott, ich kann das zwar auch nicht so gut. Also, es war so nach dem Motto, sie dass ist keine die Elfe Elfen, das also. Wirklich bewundernswert findet, dass die andere sich das traut mit dem Outfit und dass sie das ganz toll findet. Ich meine, sie kann sich vorstellen, dass sie da ganz, ganz viele negative Rückmeldungen quasi bekommt, Buhrufe oder dergleichen, Gelächter gar von anderen. Sie hatte eine Freundin, der ging das da auch ganz schlecht und sie sagt ihr einfach, wenn das hier fürchterlich in die Hose geht, denn die Welt und vor allem die Männer sind ja dreckige Schweine. Und auch wenn der Kevin gesagt hat, das ist hier nur alles Spaß, es ist ja nicht so, dass sie dann für sie da ist und sie einfach auch gern tröstet. So in der Richtung, ne? Also auch so richtig fiese Bitch. Die standardmäßige Bitch-Art. So eine gute, weißt du, ich bin ja sehr weiblich, aber so eine gute Bitch, dass ich das gut, noch besser performen könnte, bin ich jetzt auch nicht meiner. Es tut mir leid. Boah, ist das eine Bitch. Hat man das angesagt? Da stand doch Elfe drauf, oder? Auf der Verpackung. Ja, aber es gibt vielleicht auch mal ein oder zwei nette Elfenposer. Der war nicht schlecht. Da musste ich kurz nachdenken. Unabhängig davon. Bodenschau geht los, der wird die Leute nacheinander und bla. Er wird das vorlesen, was man quasi ein Wort zum Outfit und einen Satz, den man ihm vorher gegeben hat. Die Leute werden da catwalken. Jojo schlurft demonstrativ über die Bühne. Sie schlurft? Na klar, das gehört sich doch zu dem Outfit. Ja. Yeah. Meinst du, das ist zu viel? Das Problem ist, dass andere auch schlurfen, aber sich dabei bemühen, Cat zu walken. Okay, das heißt, sie darf normal laufen, Jutti. Naja, ich weiß nicht, bei einem Bad Tasting wäre es doch eigentlich. Ich meine, Bad Taste machst du ja nur, um zu zeigen, dass es Bad Taste ist, weißt du? Das heißt, du kannst dich auch schon darstellen. Das heißt, du kannst auch einen echten Catwalk versuchen, aber halt so überspitzt, dass es schon wieder klar wird, dass es parodiert ist. Weißt du, was ich meine? Jutti. Jedenfalls dachte ich das vorhin, dass du das machen willst. Judy. Die Elfe wird natürlich nach vorn schreiten, wie das klar ist. Sie wird dann quasi da vorn so ein bisschen in die Knie gehen, ihre Hände auf die Knie stützen und dann einen Handkuss ausladend in die Menge hauchen. Irgend so einem Dude zuzwinkern und dann davon wackeln. Daddy. Ich werde natürlich über die Bühne streiten, also, ne, was wir natürlich gesagt haben, hier so quasi das Unterwäschemodel. Ja, sophisticated. Werde ich vorne gehen und vorne halt meine neue tolle Weste abstreifen. Schmeiße sie in die Menge? Ich glaube nicht. Nein, ich schmeiße sie einfach nur auf den Boden, so Herausforderung, so patsch auf den Boden und posiere noch kurz und gehe dann zurück. Das stelle ich mir übelst cool vor. Oh, snap! Ja, genau. Sehr schön. Denn wie gesagt, die anderen schlurfen und was weiß ich, was die machen. Man muss ja Folgendes sagen. Viele der Lohnsklaven sind weiß. Von der Haut her. Die Elfe ist Marmor. Man möchte jetzt sagen, ist es dies auch weiß, Marmor? Nein. Sie ist Marmor. Sie hat das Flecken auf der Haut. Und wenn man irgendwie Essigsäure über sie kippen, geht sie weg. Ja. Schön. Entschuldigung, ich musste deine Anekdote einfach mal kaputt machen. Nee, ich finde, du hast es nicht kaputt gemacht, du hast es sehr schön erweitert. Also, der Dude wird, was macht man da so als naturverbundener hormonischer Typ? Na, der wird nach vorn laufen. Im Feigenblatt. Hände in den Taschen. Nein. Achso, ihr Outfit, Abendkleid. Oder eher so Cocktail-Abend-Dings. Eher irgend so ein traditionelles indianisches Wams. Oder so ein Shit. Und der wird dann da vorne irgend so eine weltumschließende Geste vollführen und dann sein Lächeln quasi in die Menge hauchen. Und das war's dann auch.
Schön, dass du ein Bild von Marmo jetzt ins CS gemacht hast. Ich damit du weißt, wie es aussieht. Gut. Finde es nicht fair. Jutti. Ihr erfahrt die Wertung des Publikums nicht. Die wird nämlich per Comlink abgegeben und die sieht nur Kevin und der muss es ja auch spannend bleiben lassen. Jeder kann gewinnen, jeder hat eine Chance. Das ist auch hier ganz knappes Ergebnis. Alle sind noch im Rennen. Klingt der gleich an zu weinen? Nein, das bin ich. So. Und er kündigt an. Wie spät ist es? 23.06 Uhr. Er kündigt an, dass wegen des Ausfalles eines Gastes nur 4 Wettbewerbe insgesamt sind und das eine war ja keiner. Also morgen Kochwettbewerb um 12 finden sich alle ein. Wupp, wupp. Finden sich alle ein. Ihr habt absolut nichts zur Verfügung und müsst euch entweder aus dem, was ihr mitgebracht habt, oder und von allen Leuten halt was zusammenklauben, was zusammen erfragen und es sollen halt möglichst viele auch was davon haben. Also ihr solltet halt nicht die übelsten Feinschmecker Scheiße dahin zaubern, sondern mal für alle das, ne, dass zumindest jeder mal ein Bissen hat, wertet. Ich sagte bereits an, dass wir Fleisch für eine gesamte Woche dabei haben. Ausgezeichnet. Ja, ja, aber das sind halt einfach immer noch 30 Typen oder so, die dort die Wahl das, machen. Ja. Dass sie zumindest ein Stück Fleisch für jeden, das ist schon richtig. Richtig. Ja. Ich werde unseren Fleischvorrat aufbrauchen. Ja. Ich hasse dich. Ich baue mir einen vernünftigen Grill, der mir das alles vernünftig grillen kann. Du meinst, Jojo baut dir den Grill? Ja. Jojo baut uns einen vernünftigen Schwenker. Oder, oh, kannst du einen Smoker bauen? Kann ich alles bauen. Haben wir so Rippen oder sowas dabei? Nö. Ne, wir werden wahrscheinlich Filetstücke dabei haben und irgendwelchen Scheiß. Filetstücke? Sachen, die ich halt vorher geschossen habe und eingelegt habe bei mir. Und da hast du das gute eingelegt. Filet mitgenommen? Ja, Filet und andere Sachen halt. Ich bin eine Woche lang weg. Halt. Ne, T-Bone Steak und so. Alles sagst du, inklusive Flecke. Inklusive den guten Sachen, ja. Beauty. Und dieses Zeug wird jetzt allesamt. Reden ist immer noch sehr schwer. Was essen wir dann die Woche über? Hier vorne gibt's Tüten-Zeugs auf dem Dingsbums-Markt. Erklär du das, Gandhi. Oh, ja, krieg ich hin. Er sitzt ja schließlich in der Jury. Er kriegt also was im Gegensatz zu uns. Gut, also, wir bauen einen großen, geilen Grill. Ja. Und dann fange ich an, ausgewähltes Holz zu suchen. Okay. Dass ich dann halt an einem Lagerfeuer trockne. Oh. Okay, kein offenes Feuer erlaubt außer einem Grill. Dass ich außerhalb des Geländes auf einem offenen Feuer trockne. Okay. Dass du also in der Nähe einer Heizlampe, die du von Kevin für diesen Zweck erfragst, trocknest. Ja. Ah, cool. Und dann... quasi, weil man kann ja nur mit vernünftigen kochen. Das muss ja nur ausgewähltes Holz sein, weil das hat dann seinen eigenen Geschmack. Ah. Ja, mit entsprechenden Blättern und so weiter, damit wir genug Rauch entwickeln können. Um halt auf der einen Seite auch zu räuchern, ne? Genau. Du weißt, dass Räuchern mehrere Tage dauert. Nicht in der Zukunft. Du räucherst aber auf klassische Weise, oder? Nein, Zukunft! Das sind alles erwachte Hölzer und du kannst mal die Schnauze. Also Räuchern ist tatsächlich... Ein Smoker ist doch nicht direkt Räuchern. Nee, nicht wirklich, aber du benutzt halt auch diesen aromatischen Rauch. Du benutzt doch Rauch. Sowohl einen Grill und behältst aber den Rauch halt drin, sodass du auch den Rauch hast. Aber es genau. Ist ja letztlich ein Grill. Na, ja. Dann funktioniert's. Genau, und das ist halt, das musst du halt mit entsprechenden Blättern und Hölzern und so musst du das halt zusammenlegen. Und dann kannst du halt dadurch diesen Geschmack kriegen. Oder so ähnlich.
Jutti, du bedenkst aber, dass das nicht nur Fleisch allein das Shit ist, ne? Ja, natürlich. Das ist aber, wenn der Smoker an ist, den wir bauen, dann habe ich ja noch ungefähr 12 Stunden Zeit, wo das Fleisch dann gar wird, während ich anderen Scheiß baue. Jutti, wir machen das einfach folgendermaßen. Warte mal. Du hast russische Küche und du hast Handwerk Kochen. Kochen ist sicherlich sinnvoller, Kochen und Intuition, und wir können das als Teamwork-Probe machen. Jojo. Hat kein Kochen. Das weiß ich auch. Auch Schnellrestaurants würde ich da als passable Wissensfertigkeit nicht werten. Ich auch nicht. Sie kann mir Sachen anschnibbeln. Ja, warte, Jojo kann mal. Pfannkuchen. Und Marshmallows. Das mag. Sie hat keine Marshmallows mit. Warum das denn nicht? Die hätte ich super gebrauchen können. Sie hat keine Marshmallows mit. Ja, ich werde auch einige unserer Spirituosen da als Marinade und so weiter benutzen, ne? Kaban. Ja. Du nimmst mir gerade. Ach, mach ruhig. Jojo kann sich ja wohl von irgendwelchen anderen Leuten Schnaps zusammenschnorren. Ihr macht das als Teamwork-Probe und Jojo macht das einfach mit Intuition minus 1 und das sind 3 Würfel. Ein Erfolg kriege ich also oben drauf. Das würde ich gerne neu würfeln. Das ist das epischste Ergebnis der Welt. So. Das würde ich gerne neu würfeln. Ich würde gerne. Warte doch mal ganz kurz. Erstens müssen wir alle mal diesen Moment genießen, indem du einen Patzer mit 9 Würfeln hast. Du kannst da jetzt und 3 Erfolgen. Jetzt kannst du ja Folgendes tun. Du kannst, wenn du einen Patzer hast. Dieses Würfelspiel ist heute verflucht. Wenn du einen Patzer hast und Edge ausgibst, dann kannst du den Patzer durchaus negieren, aber dann zählt das leider als Nichterfolg in dieser Runde. Und du kannst bei dem Patzer leider nicht deine Nichterfolge nachwürfeln, weil das sonst echt ziemlich erbärmlich wäre. Alle kriegen eine Fleischvergiftung. Nein, wenn er keinen Erfolg hat, kriegt doch niemand eine Fleischvergiftung. Na, wenn er einen Patzer hat, kriegen alle eine Fleischvergiftung. Fleisch schmeckt gut, aber alle kriegen eine Fleischvergiftung. Na, kann ich nicht bei einem Patzer nicht den Patzer ignorieren und dann, also wenn ich Edge nehme und dann habe ich trotzdem die 3 Erfolge, die habe ich ja. Das ist eine ziemliche Auslegungssache. Es steht halt da, du kannst, nee, stimmt, das ist keine Auslegungssache. Es steht da, bei dem kritischen Patzer kannst du mit Edge das zu einem Patzer machen und bei dem Patzer kannst du es mit Edge zu einem Nichterfolg machen. Oh, okay. Aua. Das ist so episch. Daddy hat einen Patzer mit 9 Würfeln. Ich glaube, ich muss erst mal kurz gucken, ob die Realität noch instand ist, warte. Ja, okay, Gravitation funktioniert noch. Schön. Also, mein Freund. Funktioniert auch Kavitation? So, also. Ihr bemüht euch sehr. Für den ja, nächsten Tag das Essen richtig zu bereiten. Ihr es dürft doch auch als Team ganz machen, ne? Da kriegt aber ihr halt nur dieselbe Wertung. Aber Jojo wollte doch nur Pfannkuchen machen. Dann kannst du gerne mal Intuition minus 3 extra würfeln. Intuition ich meine, minus 3? Minus 1. Nachtisch müsst ihr eh machen. Aber ein Würfel noch mal 3 Würfel für mich, bitte. Bist du sicher, dass ich nicht lieber für dich würfeln soll? Ich würfel ganz gut heute. Ein Erfolg! Nee, Jutti. Gut. Am nächsten Tag der Kochwettbewerb. Manche haben es zusammengetan, manche nicht. Ich denke, ihr habt euch zusammengetan, was dadurch sinnvoll wäre. Jojo hat einen Nachtisch gemacht, nämlich einen Pfannkuchen. Du hast das Fleisch gemacht und irgendeine Scheiße dazu. Bam! Es ist keine Scheiße, es ist alles super lecker, außer na dass klar, es der Elf hat, kommt auch nicht gut an. Er hat sich Sachen aus der Umgebung gesucht. Er hat also den Campingplatz verlassen und da irgendwelchen Scheiß gesucht, irgendwelche Kräuter und hat so einen Salat. Einen Salat hat er gemacht. Der letzte Scheiß. So, die Elfe hat sich gedacht, das wäre doch einfach, Kochen ist doch eine Gemeinschaftssache und es wäre doch viel schöner, wenn wir gemeinsam kochen und zusammen essen und hat sich da von vielen Leuten helfen lassen, nicht Teilnehmer, sondern halt Jury und auch von deren quasi Ressourcen profitiert und deswegen wird sie von Kevin für diesen Dings disqualifiziert. Ihr seid halt auch nicht so gut angekommen. Deine Glaubwürdigkeit als schwuler Ork-Koch. Die haben sich einfach wahrscheinlich mehr erwartet von einem schwulen Ork. Hat sich begrenzt auf schwuler Ork. Ihr seid ich habe 3 Erfolge, es war lecker. Es war vielleicht ein bisschen giftig. Nee, hast du jetzt Edge ausgegeben oder nicht?
Nee. Hast wenn du nicht? Erfolg hab, wenn ich dann nur einen nicht Erfolg habe, dann ist es ja noch schlechter als ein Erfolg. Also ein Teilerfolg. Ich mag deine Logik. Ein Patzer mit 3 Erfolgen ist immer noch, ich schaff das gut. Nur passiert da schlimme Dinge. Du müsstest ihn jetzt sehen. Moment, in deiner Runde vielleicht, Junge, aber es ist ein scheiß Patzer. Ja, aber es ist immer noch, also in der SR4-Beschreibung von einem Patzer steht, du schaffst es über die Häuserschlucht zu springen. Du springst über die Häuserschlucht, du schaffst es, nur leider glitscht du aus und fällst auf die Nase. Bei einem Patzer steht, du schaffst es nicht. Überhaupt kein Problem. Tot. Es passieren halt schlimme Dinge, aber es ist halt immer noch ein Erfolg. Es ist okay, es passieren schlimme Dinge. Lass mir ganz kurz überlegen, was für schlimme Dinge passieren. Außerdem weiß ich das ja nicht, dass ich einen Patzer geworfen habe. Das stimmt, das Fleisch schmeckt vorzüglich. Ja, wir werden alle krank. Wahrscheinlich wirst du krank und du, gerade du bist wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig fit. Scheiße. Oder du kriegst die Scheißerei, dann wenn wir wirklich irgendwo bei den Söldnern rumhängen oder so. Das kann ich mir so nimmer vorstellen. Und dann wischst du dir wahrscheinlich noch mit Giffey voll den Arsch ab. Das ist die klassische Gesichter, die kennt man doch. Na gut, also eure Gruppe schneidet am besten ab beim Kochen. Das nächste Spiel wird für den nächsten Tag, also die nächste Probe wird für den nächsten Tag angesetzt. Und zwar soll jeder ein Campingspiel entwickeln, an dem möglichst alle, die dort anwesend sind, also sowohl die Teilnehmer als auch das Publikum, dort sind immer so 30 bis 40 Leute, mitmachen können. Also einfach was für alle von uns, damit wir zusammen Spaß haben. Darum geht es ja letztendlich, dass wir einfach eine kleine Gemeinschaft bilden für die letzten Tage. Ja, ich freue mich drauf. Es kamen ganz tolle Sachen immer wieder dabei raus und wir haben wenig Mittel, aber ich denke auch mit wenigen Sachen lässt sich Spaß haben. Darum geht's ja auch beim Captain, dass wir mal den Tritt zu Hause lassen und die AR-Spiele und die VR und was nicht alles, dass wir einfach mal in der Natur mit Bewegung oder mit Sprache einfach was machen. Ich freue mich da wirklich, wirklich sehr drauf. Das wird auch der Abschluss von unseren kleinen Wettbewerben. Da wird nochmal die Endwertung. Das wird das Größte und Wichtigste für jeden Einzelnen, also das geht am meisten in die Wertung ein, ja, und wenn ihr Fragen habt dazu, also da geht es jetzt um die Teilnehmer, ich bin da hinten, ich freue mich sehr, morgen um 11 Uhr treffen wir uns hier, um 12 soll es losgehen, falls ihr Vorbereitung noch irgendwas braucht, irgendwas Besonderes, kommt bitte ab um 8, ich bin da und helfe euch gern, kommt bitte nicht zu, also dass wir noch ein bisschen Zeit haben, falls es ein bisschen was Aufwendigeres ist und bis dahin, ich freue mich sehr, es waren ganz viele vorzügliche Sachen dabei, ich denke unser Publikum hat auch entschieden, was ihnen am besten gefallen hat, ich danke allen Teilnehmenden bisher ganz herzlich und wir sehen uns morgen. AFK, ich muss mir deinen Patzer ausdenken. Wir spielen. Ich weiß, was Jule spielt. Was spielen wir? Hot Lava. Hot Lava ist super. Patzer sind super. Ich mag Patzer. Die machen das Spiel immer so witzig. Was sagst du? Ich mag Patzer, die sind immer so witzig. Du magst Patzer, die sind immer so witzig. Ja, meistens, wenn sie anderen Leuten passieren, sind sie witziger als mir. Aber das stimmt, ich bin die Patzer-Queen. Mhm. Aber bei ihm waren Patzer echt immer mies. Ach. Du meinst, jetzt, wo du mal den ersten wirklichen Patzer hast, musst du ihn auch auskosten, ja? Ja, sicher. Schlimme Dinge sind super. Schlimme Dinge sind super, alles klar. Ich meine, was kann schon Schlimmes passieren? Außer schlimme Dinge. Wir werden wahrscheinlich alle, also ich, alle anderen sind fit, völlig krank daneben liegen und morgen nicht mitmachen können. Was hast du? Alle, also ich, sind morgen wahrscheinlich krank. Alle, also du sind morgen wahrscheinlich krank. Du meinst also, wir müssen heute noch die Elfenbitch ausschalten, ja? Möglicherweise, sonst gewinnt die. Ja, ich glaube nämlich auch, dass die gewinnt. Dabei habe ich mir schon echt gute Dinge ausgedacht. Also ich hasse solche Vorstellungen, das muss ich sagen. Aber Bad Taste fand ich gut. Ja. Hast auch gut gemacht. Naja. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir sowas vor Urzeiten mal gemacht haben und das war so witzig. Also nicht als Modus, sondern als Fete mal. Mhm, okay. Das war so geil, es war so witzig. Wir sind letztens beim Freundeskreis quasi in einer 20er-30er Party gewesen. Das war auch gut. Bad Taste ist geiler. Das ist richtig. Da kann ich ja ganz normal hinlaufen. Ja, ich habe tatsächlich mir dafür deine Alltagsklamotten angezogen. Nein. So.
Ich habe mir meine ganz besonderen Klamotten angezogen. Im Alltag renne ich nur nackt herum. Oh. Ja. Auch im Winter. Sehr schön. Die Leute denken immer, ich trage einen Schneeanzug. Ach, schön. Jo. Ja. Genau, ich habe mir dafür, damals für die Bad Taste Party, Klamotten von meiner Oma besorgt. Das war lustig. Oh, wir waren... Aber auch das Schlimmste, was sie hatte. Und das, was sie wegwerfen wollte, weil es so schlimm war. Oh. Schön. Oh, ein pinker Ganzkörpergymnastikanzug. Oh, geil. Wir haben eine 90er-Jahre-Party gemacht beim Geburtstag vom Kumpel. Ne, und wirklich halt, wirklich mit den Klamotten vom 90, aus den 90ern. Ich habe mir noch extra ein T-Shirt gebartigt. Dafür. Ja, ja, war super. Das Bartiken ging voll in die Hose, aber es ging bei mir immer in die Hose. Deswegen war das ja original. Und einer von seinen Kumpels, der kam mit einer roten Lederjacke von seinem Vater. Der Vater hat das Original in den 90ern getragen. Also 80er, 90ern. Der sah so original 90er aus. Also was das Schlimme ist, ich bin ja auch so ein Kind der 90er Jahre. Ich bin da ja auch so in einem Wir Alter Wir haben da alle unsere Sünden begangen, ja. Naja, ich sag mal, ich war noch jung genug, als dass es noch verzeihbar war. Aber nein, die 90er sind nicht verzeihbar. Die 90er waren einfach eine sowohl musiktechnisch als auch... Die 90er, Musik ist super. Sowohl musiktechnisch als auch kleidungstechnisch einfach eine, also ich sag mal, die 80er fand ich ja, also die hatten ja wieder noch was Gutes, weißt du, da kam ja noch mal was Neues, aber die 90er, nee. Boom, nee. Boom, Boomerang. Nee. Ah, Blümchen war super. Herz an Herz. Oh Gott. Nina. Und Blümchen. Oh, ich liebe die 90er, das sind super. Nina war noch früher, glaube ich. Die war 80er. Nina war aber auch noch in den 90ern. Echt? 99 Luftballons doch. 99 Luftballons? War das nicht in den 80ern? Ich gucke jetzt nach. Ich google das auch gerade mal. 83, oh fuck. Was recht? Ja, siehste. Nina war nämlich 80er und dann kamen die irgendwann nochmal wieder, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, ich habe das immer zu wenig verfolgt, muss ich gestehen. Aber um andere Dinge kamst du ja echt nicht herum. Nena, die Band, war in den 90ern. Okay. Da war ich so. Lass mich dein Pirat sein, Remix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich erinnere mich einfach nur mit Schrecken noch an diese ganzen, was war das denn? Das war so die Zeit von... Boybands. Ja. Boybands, Blümchen, Teenie-Stars. Teenie-Stars war 90er. Also es kam auch später, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da kam das so, also ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es da auch nur mitgekriegt, es gab es wahrscheinlich auch schon eher, aber oh. Oh, schrecklich. Fürchterlich. Traumata. MC Hammer, you can't touch this. Nee. Hm? Oder Ice Ice Baby. DJ Bobo. Oh, das Boot von U96. DJ Bobo. Die Schlümpfe. Ja, DJ Bobo ist natürlich... oder hier fettes Brot. How much is the fish? Nordus Benitra heißt das, glaube ich. Fettes Brot, glaube ich. Das weiß ich nicht. Man in Black natürlich, klar. Stimmt. War Falco nicht da auch noch richtig groß? Wow, Scatman John! So, wartet mal, ich muss mal kurz für euch beide was würfeln. Scatman! Flummel, du solltest vielleicht mich darum bitten, für dich zu würfeln. Ich bitte dich, für mich zu würfeln. Nee, das mache ich nicht, das macht Körpern. Also Daddy. So, wartet mal. Weißt du, was das Traurige ist? Dass Daddy jetzt wahrscheinlich wieder würfelt, Abzüge hat und ich wahrscheinlich wieder diejenige bin, die es voll abkriegt. Yep, 90er, ich bin dabei. Aber ich habe doch gerade was anderes gesagt. Oh, Entschuldigung, was hast du denn gesagt? Würfeln? Hä, was? Nee. Achso.
Sorry, ich hab da gerade nicht alles, nee, alles cool, Leute. Pass auf. Ihr entfernt euch alle vom Essen. So, ne? Yep. Die Elfe wird zu Jojo kommen. Lesben-Action. Jetzt geht's ab. Jo. Hallo, kann ich mich mal kurz mit dir allein unterhalten? Was willst du denn? Nur mal kurz mit dir reden. Okay. Sie würde dann ein paar Schritte weggehen. Jo. Also ein paar mehr Schritte mit dir so quasi ein Stück gehen. Nochmal quasi euch natürlich dich und, also nicht dich und Karban, sondern dich bezüglich deines und Karbans Essen fragen, was ihr da so Tolles gemacht habt und so weiter. Und wenn ihr ein Stück gegangen seid und da gerade weniger viele Leute in der Umgebung sind, will sie stehen bleiben, sich zu dir umdrehen, dich anlächeln mit ihrem Marmorgesicht. Mit den Flecken. Mit den Flecken, aber es sind erotische Flecken. Jojo guckt sie fragend an. Steh mir nicht im Weg. Was meinst du? Was ich meine ist, du solltest dich vielleicht aus dem Wettbewerb zurückziehen. Vielleicht solltest du ganz abfahren. Warum sollte ich? Dein Urlaub ist zu Ende. Bist du meine Vorgesetzte oder was? Komm mir nicht in die Quere. Also, weißt du. Also, die Tour, die du hier fährst, ist nicht nur erbärmlich, sondern sie wird sowieso scheitern. Tu dir und mir einen Gefallen. Und geh einfach. Und nimm deinen großen, schwulen Begleiter mit. Weißt du was? Dadurch, dass du jetzt offensichtlich der Meinung bist, mir so viel Aufmerksamkeit zollen zu müssen, alles klar, wir sehen uns dann morgen. Ich werde dich vernichten. Mhm. Bis morgen. Üb schon mal das Gesicht, das du dann auflegst, wenn du verlierst. Dafür, wir das aufgenommen haben. Du willst also in der Vergangenheit reisen. Leider ist das durch Magie nicht möglich, meine. Stimmt. Sie schaltet die Aufnahme zumindest jetzt ein. Und warum genau soll... Also, was soll das jetzt hier? Bis morgen. Wir haben uns ja verstanden. Nee, ich hab dich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst, aber gut. Sie schwebt von dannen. Ich muss mir neu ganz schnell was zu trinken besorgen, falls ich nochmal einen Kevin machen muss. Trink lieber mehr. Gut. Ich wollte vorher schon gesagt haben, ich geb dir ein, ich will ein Video-Feed von dir, aber na, schade. Es kam mal ganz kurz ein paar Schneeflöckchen in Jojos Augen. Hä? Wie ist die nukleare Winter in Zeit? Sehr schön. Nukleare Winter in Zeit. Na, solange noch keine Metallflicken über ihr Gesicht wandern, muss man echt keine Sorgen machen. Nee, es waren nur kurz ein paar Schneeflöckchen in ihren Augen. Das war alles. Das meinst du symbolisch? Ja, natürlich meine ich das symbolisch. Ich war mir nicht ganz sicher bei dir, ob der Kampfzauber schon im Anschlag ist. Nee, der Kampfzauber ist nicht. Noch hat sie bedroht, aber das nimmt Jojo jetzt erstmal nicht so ernst. Die passt zwar auf, aber wenn die was macht, dann sollte sie aufpassen. Buja! Okay. Wo kommt dieses Nuclear Winter Insight hier eigentlich nochmal her? Aus Leverage. Ah, richtig. Du hast doch Leverage gesehen. Ja, hab ich. Komplett. Ja. Die Folge, wo sie dort eine Doku machen und über dieser deutsche Doku-Typ über Parker redet. Das ist in dieser Grußkartenfirma. Genau. Ja, doch, ja, verstehe. Genau. What a magnificent creature. Und, Parker ist super. Und dieser Regisseur steht halt dann irgendwann da und sagt, Jesse nukleare Winterzeit. Und das ist einfach so ultra geil. You have the soul of a German. Das passt ja auch so zu ihr, ja, das ist so... Nicht wahr. Also, Jojo eigentlich wird, ist sie so eine Liebe. Jojo wird aber, wenn wir uns irgendwann nochmal auf dem Campingplatz treffen, also wenn wir später, ne, auf dem Campingplatz sind... Na, ich nehme an, du gehst jetzt auch zurück, wo Carmen auch ist. Ja. Ja,
Ja, das macht sie aber nicht hier. Das macht sie also dann da, wo auf unserem Camp-Ding. Jojo meint dann nur irgendwann, halt mir diese Elfe vom Leib, echt. Okay, was passiert? Ach, nix, sie meint nur, mir drohen zu müssen. Ich habe keine Angst vor ihr. Ich habe eher Angst, was passiert, wenn, naja, sie es übertreibt. Ah, das passt schon. Die ist halt vielleicht ein bisschen eifersüchtig. Was hat sie denn gesagt? Ach, ich soll dir gefälligst nicht im Weg stehen und bla und was weiß ich nicht was. Aber ich glaube schon, dass sie zickig wird. Also ich. Ist die so ehrgeizig oder ist die an was anderem interessiert? Ich weiß es nicht, weshalb. Es ist mir auch völlig egal. Mir ist völlig egal, was sie tut, oder also mir ist völlig egal, warum oder was weiß ich, ob es verletzter Stolz ist oder keine Ahnung. Oder sie, was weiß ich. Ich möchte nur vermeiden, dass sie Dinge tut und ich dann Dinge tue, die. Okay. Eine Datensuche war nochmal Computerintuition oder was war das? Oder Das Logik? ist Logik, doch. ne? Ja, war's. Und ihr hattet euch doch Latexmasken? Hattet ihr? Ich denke schon. Meine Erinnerung ist nicht hundertprozentig akkurat. Ich mach mal eine Datensuche auf ihren Namen. Ich habe einen Jo, Erfolg. hast einen Erfolg. Kommt aus Varonjesh. Hat sie das gesagt in der Vorstellung? Nee. Und da lebt sie auch. Kaman, würfel mal 6 Würfel für mich. Die. Das Virtual ist doch Kacke. Die ist Veterinärmedizinerin. Jojo glaubt ihr immer noch nicht. Nee. Bei Ebo. Das hast du ja nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie haben eine kleine Praxis, was bei Evo eher unwahrscheinlich ist. Vielleicht will sie auch irgendeinen Scheiß, vielleicht will sie das Ding auch gewinnen und irgendeinen Scheiß Critter hier, was weiß ich nicht was. Vielleicht bin ich auch Paronitz, ist mir eigentlich auch völlig egal, aber wenn die Tussi irgendwas Wichtige macht. Frage, waren da jetzt Latexmasken im Spiel oder nicht? Ehrlich gesagt, Ich also glaube nicht. die wir jeden Tag, also für hier auf dem Campingplatz nicht, weil wir das nicht durchhalten, weil es zu unpraktisch Denke ist. ich nämlich auch. Juti, okay. Also das Gesicht ist schon da und du kannst auf solchen Campingtouren eigentlich keine Latexmasken Das ist mitnehmen, nämlich übelst Kacke, ja. weil die da übelst kacke sind und das so viel Gewicht ist, was du einfach mit dir rumschleppst. Naja. Ja, okay, aber du kannst Es ist einfach. einfach übelst Kacke, weil du schwitzt und dich bewegst und alles und das übelst nervig ist. Und das nicht den ganzen Tag machen kannst. Und du nicht sicher gehen kannst, dass du mal nicht nachts von irgendeinem Besoffenen theoretisch rausgeholt wirst, dann hast du die Maske nicht und so, ja. Habt ihr euch was überlegt, welchen des Spiels? Hot Lava. Richtig. Jojo macht Hot Lava. Das ist eine sehr, sehr geile Spielidee. Nenn mal die einschränkenden Regeln. Es darf, also ich weiß nur nicht genau, wie ich das ausdrücke. Also man darf sich auf Gegenständen oder irgendetwas anderem aufhalten, man darf aber Decken zählen nicht. Man darf keine Decken auf den Boden legen und sich darüber bewegen. Decken sind bestimmt das gleiche wie Zeltplanen und Ja. Kleidung. Okay. Genau. Also man darf nichts einfach nur auf den Boden legen und sich dann, das zählt nicht, sondern wenn, dann muss man sich auf irgendwas drauf befinden. Ob es jetzt ein Stuhl, ein was weiß ich, und wenn die Beine und Füße nur kurz über dem Boden sind, ist das egal. Aber man darf sich einfach nicht quasi direkt auf dem Boden Wie, wenn aufhalten. die Beine auf dem Boden sind? Nein, die dürfen nicht auf dem Boden, wenn sie kurz über dem Boden sind. Ach so, ja, klar. Weißt du, das ist egal. Du darfst den Boden nicht Ja, die berühren. Lava ist nicht wirklich heiß, nur wenn du reinfällst, schon klar. Genau. So, aber man darf halt auch nicht auf irgendwelchen, ne? So, alles andere ist Wurst. Bewegen, bla, was weiß ich nicht was, geht alles. Darf man sich schuppen? Es sollen ja alle mitmachen dürfen, ne? Es Das gibt heißt, keine Rollstuhlfahrer auf diesem Campingplatz. das ist schade. Rollstuhl ist nämlich super für sowas. Da bewegt man sich die ganze Zeit drauf und niemand schubt dich runter. Das ist Aber, ja unfair. nein, ich meine, es gibt auch, haben auch ältere Leute bei so einem Blödsinn mitgemacht. Bis einschließlich Anfang Mitte 40. Das ist nicht wirklich. Also ich gehe jetzt von Menschenalter aus, ne? Ja. Achso, noch eine Regel ist, man darf nicht die ganze Zeit nur, also entweder man darf sich schuppen oder man darf nicht die ganze Zeit an einem Ort bleiben.
Weil ansonsten setzt du dich auf deinen Stein und bist fertig mit der Welt. Also bist fertig. Na, was von beiden jetzt? Ja, beides. Nee, ich finde, du musst dich irgendwie von Ort zu Ort, also man, du darfst nicht die ganze Zeit auf einem Ort bleiben, aber ja, genau, aber kein Schuppen. Genau, aber wegen der Sicherheit. Richtig, aber kein Schuppen, weil sonst irgendwie fällt jemand runter oder bla. Und vor allen Dingen rennt sein Körper wieder durch und macht alles kaputt. Genau, so. Was sehr wohl aber erlaubt ist, ist, wenn man sich zum Beispiel einen Gegenstand oder irgendetwas anderes hat, wo man dann rüberspringen will und es jemand anders wegzieht, wenn es der mobil ist. Sowas geht. Okay. Wichtige Frage. Lava-Monster, ja oder nein? Definiere Lava-Monster. Na, dass die Typen, die reinfallen, nach einer Zeitspanne X wiederkehren als Lava-Monster und die anderen zum Beispiel dann runterziehen und so? Nee, das fällt ja unter Schuppen. Runterziehen, Schuppen, das geht ja nicht. Aus Sicherheitsgründen. Naja, also runterziehen ist ja was anderes. Aber ich frag ja, Lava-Monster, ja oder nein? Du sagst nein, gut. Nein, keine Lava-Monster. Gut, ist eh scheiße. Wer raus ist, ist raus. Judy. Gut, ich mach so eine Art Fangspiel. Und zwar hat jeder einen Gürtel um und an diesem Gürtel ist eine, ist ein Band. Quasi. Und die Leute müssen das halt. Flag Football? Keine Ahnung, wie das heißt. Naja, du ziehst dann das Band raus, wenn du jemanden fängst, oder was? Ja, genau. Und ja, du spielst Flag Football. So, und die Leute müssen das dann an ihrem eigenen Gürtel wieder ranmachen. Hm. Und haben dann halt wieder so viele Leben. Man darf aber immer nur ein Teil quasi abziehen und dann muss man halt sich wieder entfernen, mindestens 10 Meter voneinander und dann können die wieder voneinander fangen. Wenn nachher zwei überbleiben, ist das Spiel natürlich witzlos, aber die beiden haben dann ersten und zweiten Platz, je nachdem, wie viele Punkte sie haben. Okay. Jutti. Also. Jojo klärt das natürlich alles ab mit dem Hot Lava, weil das kannst du nur in einem bestimmten Bereich machen. Na, der Bereich ist ja eh abgesteckt, ne? Dort, wo halt der Erlebnisbereich, wo alles läuft. Und ja, du klärst mit Kevin ab, dass er noch ein paar Sachen ranschafft, die da halt gebraucht werden. Es gehen ja auch zum Beispiel so Getränke, Kisten, ne, die man umdreht und so ein Gedöns. Darum kümmert er sich, dass es dann vor deinem Spiel, du bist halt die Letzte, auch mal alles hingestellt wird. Das ist ja alles cool. So, ihr findet euch alle ein. Kevin wird das ganz toll. Bla, 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 ne? Viele der Lohnsklaven imitieren, weil sie keine Idee haben, die Spiele, die er mit ihnen gemacht hat, wovon natürlich viele andere Lohnsklaven, die Jury sind, nicht besonders begeistert sind, weil man wieder nicht immer das Gleiche machen und so weiter. Blablabla. Der Elf wird ein Netz spannen, wie das einer Späne, aber halt nicht so symmetrisch und so ein Shit, sondern halt einfach kreuz und quer. Und dann spielt man einfach die Spinne durch das Netz. Das kennt ihr ja vielleicht, das ist auch ganz toll. Ah, das ist ja der falsche Elf. Das ist dann quasi, du nimmst am besten erstmal zwei Netze. Ja, dann wird die Gruppe willkürlich geteilt. Und dann ist es quasi Ziel, dass jede Person durch dieses beschissene Netz befördert und bei welcher Gruppe das am besten klappt, der hat gewonnen. Und wenn man das Netz berührt als Durchgegebener, dann ist dann zum Beispiel eine beliebige Person, die Kevin auswählt, blind oder so. Also muss dann sich die Augen zuhalten und so ein Shit und so weiter. Ist klar, wie es funktioniert, ne? Muss man bei sowas eigentlich mitmachen? Das bedeutet, man muss sich anfassen lassen. Deswegen frage ich, muss man bei sowas mitmachen? Keiner muss bei irgendeinem Spiel mitmachen. Es macht halt nur keinen besonders guten Eindruck. Ja, aber bestimmte Dinge gehen einfach nicht. Dann machst du lieber keinen guten Eindruck, als auszurasten. Richtig. Jutti, Jojo hält sich raus, das ist ganz toll, da kann sie mit zu Kevin kommen. Ist ja auch wichtig, dass nicht nur ich die Leute auswähle, die dann zum Beispiel blind sind oder nur einen Namen. Da kann dann die gute Lilly mitmachen und die anderen Dudes, die nicht mitmachen wollen und so weiter. So. Kaban, machst du mit? Na sicher mach ich mit. Jutti. Ich bin doch der König. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, jedes Loch darf nur einmal benutzt werden, ne? Jetzt ist folgendes Problem. Am Anfang ist es in deiner Gruppe übelst so easy, weil du nimmst so einen Typen oder so eine Typette, schmeißt sie, nee, so nicht, tust sie durch so ein Loch und die fallen nicht direkt runter, sondern stützen sich dann ab und kommen dann halt an.
Easy. Ich will taktisch dazu ansagen, dass ich das größte Loch nehme und sie dann von der anderen Seite annehme. Ja, so. Du brauchst am Ende das größte Loch. Allein da durchzukommen. Ach, du willst am Anfang durch. Ja, wenn alle Leute auch noch auf meiner Leiter sind. Das größte Loch ist aber nicht zwingend in der Höhe, wo du dahin durchkommst. Ja, das war mir schon klar. Deswegen auch alle Seite auf meiner Seite. Auf meiner Seite, das aber dann alle. Kann. Nee, meiner. Du verstehst es, Miss. Du musst jetzt. Ja, wenn das nicht in der Höhe ist, wo du einfach durchsteigen kannst, ne? Dann müssen die anderen mir helfen. Jo, jetzt ist folgendes Problem. Du bist ein Ork mit Consti 6. Ja, und einiger Cyber. Also, und Stärke 6 Unfassalber. Das heißt, du wiegst, sagen wir mal, 110 Kilo. Jetzt hast du Kunstmuskeln, sagen wir mal, du wiegst 120 Kilo. Jetzt hast du aber leider Kompositknochen. Das heißt, du wiegst ungefähr 140 Kilo. Dieser 140 Kilo Ork ist schwerlich durch dieses Ding zu befördern. Von Lohnsklaven, deren größte Anstrengung es ist, ihren Kühlschrank aus- und einzuräumen. Schon, aber da sind sie ja noch alle fit. Du wiegst 140 Kilo. An dir können maximal 3 Leute anpacken. Ja, aber das ist dann ja eine doofe Sache. Du weißt, wie das auf den Festivals mit den Stage-Divern ist, ne? Nee, doch, Crowdsurfer, Entschuldigung. Das ist eine völlig andere Situation. Die werden ja, nee, deswegen sag ich ja, also, wenn du da schwere Typen so, warst, ist es schon ätzend. Und wenn du das dann, ne? Da verteilt sich das Gewicht im Idealfall auf 6 bis, ja, so maximal 6 Leute und da halt auf 3. Und die liegen halt schon und du stehst ja mehr oder weniger. Mach doch mal Akrobatik und ihr Schick minus 4. Akrobatik. Dinge, die man also nicht hat. Du hast Akrobatik. Athletik ist oder sowas ist das, glaube ich. Okay, ich habe Gymnastik, ja. Ja, das ist englisches Akrobatik. Ja, sorry. Ich verzeih dir, aber ich kenne doch deinen Charakter. Wir hatten das doch vor uns geklärt. Ja. Geschick, nicht wahr? Ja. Minus 4, nicht wahr? Ja. Das läuft ja richtig gut bei mir, glaube ich. Null Erfolge, nicht wahr? Also. Nicht nur kann dein Team dich nicht besonders gut halten, sondern du reißt das Netz ein. Des Weiteren tut sich einer sehr weh. Jetzt nicht wirklich weh, was weiß ich, so ein Finger geprellt oder so ein Shit, wo es halt einfach blau und dick wird und der ein bisschen weint. Aber es ist ein Lohnsklave, der hat keine Ahnung von Schmerz. Auf jeden Fall ist die Stimmung eher mittelmäßig. Ja. Was tatsächlich weniger dem Spiel als dir zugeschrieben wird. Ja, deswegen danach baue ich das halt wieder alles auf und ermutige sie zu einem neuen Versuch, nachdem ich sie alle durchgeschubbt habe. Wo die dann natürlich dann alle so, ne, denken, Chaka, der hat's wieder gerissen jetzt. Mach doch mal Charisma. Führung wahrscheinlich. Oh, Führung? Nee, nicht? Führung ist es auf jeden Fall. Oh, nicht. Ich benutze kleine taktische Gruppen? Nein. Oh. Das ist keine taktische Gruppe, verdammt. Och, Mann, ich hab das 5. Ja, Performance ist das. Performance, meinst du? Zum Anheizen der Leute, um Leute, um Stimmung ich zu machen. Ich hab keine Performance. Ja, was ich hab gesagt, Performance oder Überreden, ist egal. Du hast eh nur 2 Würfel. Na komm, Karban, das ist deine Sternstunde. Mit 2 Würfeln 4 Erfolge. Oh. Komisch, das Ergebnis hast du gerade schon mal. Und zwar genau so. Jojo, kannst du für mich würfeln? War ich meiner. Alles klar. Skarban ist soeben verstorben. Ihr wisst es nur noch nicht. Also. Er hat nicht gepatzt. Ja, aber du würfelst ja ab jetzt. Hier, ey, mein bester Würfel. Schon 15 Würfel, Patzer. Beauty, also. Du weißt, wie ich würfel, ne? Pass auf, jetzt würfel ich gut. Ja, das Tool ist kaputt. Mach mal einen Testwurf. Würfel mal 2 Würfel für Danny. Siehst du, ist nicht kaputt. Auch 0 Erfolge. Ja, aber du hast schon 4 und 3. Na gut. Jo, das Würfeltool ist kaputt. Du würfelst noch 5 Mal und hast einmal 1, einmal 1, einmal 0, einmal 2 und einmal 0. Ich würde sagen, du würfelst überdurchschnittlich gut, mein Freund. Jut. Das Würfeltool ist kaputt. Du bist einfach ein verwöhntes Balk. Die Elfe initiiert eine Wasserschlacht. Die Elfe trägt heute
Das ist etwas nonkonform ihres üblichen Kleidungsstils. Weiße Stefan Hotpants, bei dem schon die schwarze Schlüpfer ein wenig hervorlugt. Dazu ein weißes, enger liegendes Top, wo auch der schwarze BH quasi schon seine Aufwartung macht. Es ist also vollkommen klar, warum sie das langweiligste aller sinnlosen Kackdinger, nämlich Wasserschlacht, benutzt hat. Jetzt ist es halt so, dass einige sagen, dass sie so viel Natur nur auch nicht schätzen. Also einige wollen bei der Wasserschlacht nicht mitwirken. Jetzt ist die Frage, Jojo. Also, du meinst... Du hast richtig Bock, nachdem du mehrmals ertränkt und dann wiederbelebt wurdest, eine Wasserschlacht mitzumachen. Absolut. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mach doch mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Warum? Egal, ob du mitspielst oder nicht. Die nehmen da Eimer und kippen die sich gegenseitig über den Kopf. Jojo geht das... weg. Ja, ja. Die bleibt da nicht. Aber du musst schon in dem Gelände bleiben. Aber das Gelände ist halt Spielgelände. Kaban, würfelst du mal bitte, was war das, Willenskraft und... 8, wie immer 8. 8 Würfel für mich. Heute ist ein schlechter Tag. Heute ist ein guter Tag. Obwohl, heute ist ein guter Tag, ich wurde nämlich nicht eingeschlossen und die Alarmanlage ist mal wieder nicht eingeschlossen. Siehst du, ich bin sogar besser jetzt, wenn ich würfel, aber es ist egal. Mit Kaban zählt leider. Ja, klar zählt Kaban. Ein Erfolg. Na gut, dann... Ich gebe dir überhaupt nichts vor, mir ist das Wurst. Naja, es kommt drauf an, ob wie das da so, ob sie eine Möglichkeit hat, sich irgendwie auf diesem Gelände aufzuhalten, ohne in Gefahr zu laufen, dass ihr da irgendwer Wasser ins Gesicht kippt und das auf leider... jeden Fall. Es gibt einen Spielbereich, der abgegrenzt ist, aber es kommt ja trotzdem dazu, dass direkt vor dir Leute und so weiter. Also ich sag mal, Jojo geht, wird sich auf einen Punkt zubewegen in diesem Spiel oder irgendwo, was weiß ich nicht was, der möglichst weit von allem weg ist, dass sie irgendwie mit diesem Wasser... Pass auf, es gibt auf diesem Gelände eine Zone, wo nicht mit Wasser rumgespritzt werden darf, für die Leute, die nicht mitspielen wollen. Das ist deine einzige, ne? Aber er hat nicht dran gedacht, dass manche Leute nicht sehen können, wie das Wasser fließt. So. Das ist richtig. Dann wird Jojo sich in diesem Bereich aufhalten und zwar möglichst weit hinten bei diesen Leuten. Hm. Irgendwo hinter diesen Leuten und zwar möglichst weit. Hm. Tja, irgendwann kommt es dazu. Nein. Oh doch. Die Elfe mit dem Wasserzuber. Sie ist schon leidlich bespritzt. Sie hat den Wett-T-Shirt-Contest konkurrenzlos gewonnen und darauf kam es ja wesentlich noch an. Mit einem Kelch, mit Kelch meine ich ein etwas größerer Zuber, so da anmarschiert kommt. Der andere Elf, also der hier, der Love You, stellt sich unglücklicherweise so vor diesen Bereich, dass um ihn akkurat einzunässen, sie weit ausholen und dann abfeuern muss. Nun ich steht ihr catch quasi, die Kleine du leider bist um. Überhaupt nicht da. Och, Mann. Okay, Würfel Edge. Ich bin kein Unmensch. Da fehlt ein Leerzeichen meiner. Das war der Probewurf für ihn. Ich wusste zwei das. Zwei Erfolge. Yo! Ja! Danke, Kaban! Du hast mich vom Knast gerettet. Du siehst, wie sie ausholt und ja, quasi und dann... diesen Zuber mit grimmem Gesicht in die Menge befördern will, quasi nur, weil der Elf ja quasi davor stand. Und dann falle ich quasi leider da in den Zuber. So, zufällig. Jo, was soll ich da sagen? Machst du? Sie guckt dich mit. Ich fang an zu loszubrusen. Tut mir leid, sorry. Ich bin so rückwärts gelaufen und weißt du, sorry, da hat sich irgendwie wohl... Was heißt sorry? Ich meine, du wurdest ja gerade nass gemacht, darum geht's ja. Ne? Du musst dir überhaupt nicht entschuldigen, outgeben. Ja, nee, ich hab sie angerempelt. So, ja, deswegen. Deswegen ja, guckt sie halt so betröppelt an, so, sorry. Sie lacht, weil es so witzig ist, dass du nass geworden bist. Und auch du siehst jetzt, dass ihre Augen, die sind auch Marmor. Verstehst du? Fleckig. Junge. Kalt! Kalt und böse! Dieser so ein kalter Fisch, hä? Sie. Das kommt mir bekannt vor. Das Spiel wird dann beendet sein. Tatsächlich ist es halt ja nicht so lustig, aber ein paar Dudes sagen halt, guck dir dich das Weibchen an. Schön nass ist er. Hm. So.
Dann folgt Kabans Spiel. Das ist tatsächlich sogar einigermaßen witzig, ne? Yay. Jetzt hatten die halt schon ein bisschen körperliche Austobung. Dennoch ist es halt noch was anderes, das ist ganz cool. Dann folgt Jojo's Spiel. Also dann folgen noch ein paar andere Dudes und die machen irgendeinen Scheiß, dann folgt Jojo's Spiel. Jetzt ist es halt so. Guck mal das. Wir leider keine Bettenburg bauen konnten. Ihr leider, das hätte auch wenig Spielspaß bedeutet, aber es ist so, dass es gibt ja dort verschiedene Anzeige-AR-Tafeln, ne, für allen möglichen Krams, dass dort auf einigen also erstmal kommt Dr. Baryshnikov! Ausgezeichnet. Da ist ein Werbespot und die Leute sind etwas genervt und so. Manche auch etwas peinlich berührt, je nachdem, wie die so drauf sind. Danach folgt ein Ausschnitt eines Videos. Ich sag mal so. Es beinhaltet Jojo. Ach so. Und Männer. Echt jetzt? Und die sind alle ganz schön nackig. Aber von den Penissen der Männern sieht man zum Teil nicht immer alles, denn die sind versteckt. Die in waren Jojo quasi schüchtern, genau, und haben sich in eine Zuflucht gesucht. Und Jojo war halt nett zu den armen Kerlen und hat ihnen diese Zuflucht geboten. Alle. Na, nicht gleichzeitig, naja, nicht alle gleichzeitig. Aber, und so weiter. Das ist auch nur so, weiß ich nicht, 25 Sekunden zu sehen. Aber reicht ja. Und witzigerweise findet Jojo das gerade weniger schlimm. Das ist mir vollkommen bewusst. Eigentlich ist es ja echt egal. Die Gemeinschaft reagiert eher gespalten. In jedem Falle widerspricht es aber dem, was du bisher wiedergegeben hast, ne? Nö, nicht zwingend. Püppchen! Naja, Püppchen und? Mit großem Appetit? Ja, das auch, lässt das, das sich kleine durchaus Püppchen verbinden. Muss halt mal ordentlich rangenommen werden, ich weiß schon, aber. Naja, ich meine, sie konnte nicht alle Geschichten erzählen von dem, was sie so damit gemacht hat. Das musst du jetzt so formulieren. Musst du leicht schüchtern kichern, das wäre witzig. Es ist ein bekackter Gangbang, da kichert man nicht mehr schüchtern danach. Also, kann man schon machen, aber es wird nicht immer hundertprozentig gut ankommen. Einige das der Typen, die vielleicht bewusst auch aus Akkreditivitätsgründen gesagt hätten, die wähle ich, die sagen halt, Mann. Jetzt will ich die Extrakt. Das ist ja wie eine Salami in der Turnhalle oder da war schon so viel Saft drin. Ich hasse Saft. Ich will lieber irgendwas mit Kohlensäure. Manche Typen sagen natürlich geil. Ältere Frauen sagen pfui. Oder das hätte ich mir aber auch mal gewünscht. Auf jeden Fall, die Reaktionen sind gespalten. So. Dann kommt Jojo's Spiel. Was ein bisschen dadurch auch noch beeinflusst wird, in der Hinsicht, dass manche sich weniger aufs Spiel konzentrieren als auf dich. Dennoch ist Hot Lava halt einfach das Shit, sag ich jetzt. Ich weiß gar nicht, lohnt's darf. Na, die haben sich halt schon ziemlich viel bewegt, das geht auch nochmal in die richtige Bewegung, deswegen. Ja, aber es ist nicht anstrengend, nicht so anstrengend. Es geht. Na, aber es ist doch. Du hast noch nie wirklich Lava gespielt, wenn das nicht anstrengend. Das Ding ist halt gerade für die Balance und Koordination ist es halt super anstrengend und das haben Lohnsklaven garantiert. Ja, nicht. Weniger noch als körperliche Ausdauer in jedem Fall. Naja, vielleicht hat man. Na, nee, ist egal jetzt. Gibt's halt Ermüdungserscheinungen und so weiter. Und dann wird Kevin die Wertung erhalten. Dann wird er sich für diesen wunderschönen Tag bedanken. Es war wieder so viel Spaß, er kann es überhaupt nicht beschreiben. Das war jetzt das letzte Spiel, oder? Ja. Wir wollten ihn doch vorher irgendwie ausschalten. Ach so, na, das hätte er doch vielleicht mal einwerfen müssen. Die Wertung wird er dann morgen bekannt geben. Wir müssen Hacker engagieren, um das zu fälschen. Super. Na Moment. Mich stört das nicht. Der Shitstorm der Massen kann auch noch nachträglich enden, ne? Denk mal an Xavier Naidoo.
So eine Entscheidung kann nachträglich noch durch den Shitstorm der Massen beeinflusst werden, sag ich mal. Das stimmt. So. Und dann werden dort das, werden wir erstmal weggehen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir die quasi beeinflussen. Das sollen. Hat sie den Teil mit meiner Schokoladenseite genommen. Ja. Sah hübsch aus. Fand ich auch. War das echt? Ja, klar. Oh Mann. Das ich hoffe, Schokoladenseite war jetzt so gemeint, wie ich das verstanden habe. Sie. Anscheinend. Dass sie sich so viel Mühe gibt. Die muss mich echt hassen. Ich habe Lust, sie zu erschießen. Tust du, ist sie raus. Ja, ja, mich stört das gar nicht so. Ich bin Jojo, ich habe Lust, sie zu erschießen. Jojo mag's nicht, wenn man in ihrer Vergangenheit rumdingst. Ist die Tatsache, dass sie da den Film gezeigt hat, ist ja egal. Die Tatsache, dass sie sich zu viel Mühe gibt und das Ding auch noch findet. Naja, das war das Problem. Das Ding ist, wenn ich sage, ich mag es nicht, wenn, kommt meistens danach nicht, deswegen bringe ich jemanden um. Ich sag das nur. Ich weiß. Also, ich finde das völlig legitim, Leute dafür zu erschießen. Ich auch. Ich finde auch noch andere Dinge legitim. Aber ich glaube, deswegen waren wir nicht hier. Nee. Ich frage mich, wo der das her hat, denn eigentlich ist das Video nicht besonders. Also Billy musste schon echt lange suchen, bis sie es gefunden hat. Damals. Zumindest hat sie mir das gesagt. Hm. Vielleicht ist die Dame gut. Ich weiß es nicht. Aber sie betreibt mir zu viel Aufwand. Ich frage mich, warum sie das macht. Wir haben doch auch einen Grund, warum wir da hingehen. Ja, wir kennen den wissen, Grund nicht, wir haben auch nicht gefragt. Ja, aber ich will wissen, was für einen Grund sie hat. Denn die hat vielleicht auch denselben Grund wie wir, dass die da vielleicht einfach nicht reinkommt. Vielleicht ist sie auch einfach nur eine Bitch. Dann wäre das aber eine scheiß Bitch. Ja, und? Davon gibt's welche. Ach, glaubst du wirklich, dass jemand sich so für einfach nur bitchig sein den Scheiß macht? Wirklich? Nee, ich glaube, das sind so zwei professionelle Typen, die hier einfach reingehen und dann auch gleich Fotos machen wollen. Oder irgendeinen anderen Grund haben. Ich bin so unmotiviert, da jetzt noch so viel Arbeit reinzustecken, ehrlich gesagt. Ich bin so unmotiviert. Warum bist du so unmotiviert? Was ist los? Das war IT, ne? Also nicht OT. Ja, ja. Weil mir das alles viel zu egal ist, um da viel Arbeit reinzustecken, weil mir die Bitch egal ist. Alles, was ich da jetzt an Arbeit reinstecke, führt dazu, dass ich mich anstrengen muss, sie irgendwie irgendwas zu machen. Und weißt du, wenn ich egal, was ich jetzt mache, man wird mir auf jeden Fall die Schuld dafür geben. Alles in Ordnung mit dir? Ja, klar. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Ja, klar weiß ich, warum wir hier sind. Gut, dann frage ich mich, warum dir es dir auch immer egal ist. Outgame, weil es deine 3000 Yen sind. Ja, ja. Weil ich gerade abwäge zwischen 3K und, ach, weißt du was, wir machen sie jetzt einfach fertig und dann ist die gut. Eben, ich meine 3K sind 3K. Das hat sie so verdient. Ich meine, dafür können wir uns den Spaß machen. Wir machen uns den Spaß, nehmen die auseinander, kriegen noch 3K da oben drauf. Naja, wir machen einfach irgendwas, was weiß ich, weißt du, wo die pennt? Weiß ich das mittlerweile? Ja. Ja, klar. Beauty. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz gucken, was der Wald so zu bieten hat. Sollte aber möglichst irgendwas sein, was tatsächlich auch hier mal rumlaufen kann. Wenn es eine Schlange ist, ist es eine Schlange. Mhm. Was gibt's denn hier so für Tierchens? Also die meisten Chancen hast du, wie gesagt, in dem Sumpfgebiet und da sind es irgendwelche Amphibien XYZ. Die kommen aber nicht zusätzlich zufällig auf den Campingplatz. Richtig, also... Kriechen auch nicht zufällig in irgendwelche Zelte rein, das machen eher andere Tiere. Das machen eher so Kaltblüter wie Schlangen. Das machen oder Schlangen, Spinnen oder irgendwie sowas, Schlangen, die sich verstecken wollen. Unten, keine Ahnung. Mehr. Na klar. Ja, die schwarze Viper zum Beispiel, die gibt's in Russland. Ihr habt euch informiert, sagt er. Ja. Kaban kennt sich aus. Naja, ich frage, ob ihr das Spieler informiert habt. Ja, ich würde mich jetzt informieren. Nee,
das schwarze, was war's? Viper war das. Viper, na Juti. Dann hätte ich gerne den Wurf auf. Ihr habt überhaupt keine Tierführung. Waldsteppenotter gibt's auch. Na gut, ich lasse es mal mit Survival. Einfach. Ja, Survival. Teamwork, wenn ihr wollt. Survival. Kriegen wir durch unser Survival-Kit irgendwelchen Boni? Russische Klapperschlange. Ja, sowas. Durch euer Survival-Kit kriegt ihr keine Abzüge. Das tödliche Gift der Vipern ähnelt in seinen Eigenschaften dem von Klapperschlangen. Mhm. Moment, kurze Zwischenfrage. Was genau sucht ihr? Ich war noch auf dem Stand Ausschlag. Ausschlag, Übelkeit, sowas wie, was man noch als megamäßige Allergie durchgehen lassen kann, wie zum Beispiel Anschwellen irgendwelcher Körperteile durch Schlangengift. Wenn ihr jetzt von tödlich redet, dann müsst man noch mal kurz... Es muss nicht unbedingt tödlich sein. Also Jojo kennt sich damit nicht aus, die muss sich da tatsächlich auf Karman verlassen. Warte, vielleicht ist tatsächlich diese blöde Spinne besser... Es geht nicht darum, was jetzt da, also es geht mir darum, was ihr wollt, erstmal. Oh, warte mal. Das Gift der europäischen schwarzen Witwe ist 15 mal stärker als das der Klapperschlangen und einer der gefährlichsten. Warte mal. Deswegen sagt ich also, schwarze Witwe, die so gut abgeht. Nehmen wir lieber nicht. Naja, es ist eine bestimmte Art davon. Cool. In Russland gibt's sie halt. Also, was wollt ihr? Wollt ihr der Todeskombo oder wollt ihr vielleicht weniger scheiße sein? Naja, da Jojo schon ein bisschen angepisst ist, eigentlich Todeskombo. Nee, Jojo ist tatsächlich gar nicht angepisst. Jojo ist schlicht und ergreifend völlig egal. Also eher nicht so ganz so tödlich. Harten, fetten Ausschlag. Okay. Vielleicht ein paar Atmen, also hier, ne, Luftatmen. Im Gesicht, das so aufgebläht ist, dass man nicht mehr erkennt, wo oben und unten ist. Hoffen genau, dass sowas. Sie keine Allergie hat. Eher unwahrscheinlich. Ich denke nicht, dass sie Haufen dauernd irgendwelchen Scheiß exponiert war und dann eine Allergie hatte. Also, das heißt ja nichts. Ja, aber also, ich meine, also jetzt mal. Dann Survival. Teamwork. Oh, Jojo hat sogar Survival. Du kannst für mich mal. Auf Willenskraft geht das? Na klar. Dann darfst du für mich mal 5 Würfel würfeln, Kabern. Hast du nur 1 Survival? Ja. Oh, aber 3 Erfolge. Kabern, du kriegst 3 Erfolge von mir. Ich möchte meine Nichterfolge neu würfeln. Das geht mir auf den Sack heute. Janne. Dann habe ich jetzt 5 Erfolge. Easiest game of your life. Also, du findest. Passt sogar noch in mein mentales Limit. Ich sag dir, was du findest. Ihr späht ein Tier. An irgendetwas erinnert ihr euch, dieses Tier. Dieses Tier erinnert euch an eine, wilde Form eben jener Beutelratte, die euch vergangenen Winter so unheimlich viel Freude bereitete. Beutelratte? Letzte Winter? Chili. Das Chillvieh. Als ihr... Die Nazis. Als ihr bei den Nazis wart in der anderen Stadt da. Mit den Ghulen und den Beutelratten. Die Beutelratten haben dafür gesorgt, dass man liegen bleibt. Die Ghule hätten euch gefressen. Jojo wollte die Beutelratten ausrotten. Und da hast du quasi eine Form, die nicht gezüchtet ist, sondern die sieht eher wild aus. Aber wenn ihr auf eine gewisse Entfernung rankommt, merkt ihr schon, dass man einfach auch mal 5 gerade sein lassen kann. Wachs in die Moment, das helfe ja nicht. Viele Frequenzen da irgendwie in Ohr. Kaban hat auf jeden Fall was dafür, du hast... Ohrstöpsel. Ja. Ja, haben wir. Du hast die Ohrstöpsel. Hast du auch irgendwelche Audioverbesserungen in deinen Ohrstöpseln? Doch, warte mal. Ich hab mir Audioverbesserungen gekauft, warte. Hast du einen selektiven Geräuschfilter, das ist die Frage. Irgendwas hatte ich mir gekauft. Irgendwas ist gut. Selektiver Geräuschfilter for the win. Na, dann habt das später. So. Ihr merkt, dass es chillig, also erkennt dieses Vieh ja erstmal nicht mehr, was sieht halt besonders aus, man geht ein bisschen näher ran, aus so 5 Meter Entfernung, das wird auch nicht versuchen euch, ne, das guckt euch einfach wieder blöde an und kaut. 5 Meter Entfernung merkt ihr erst, dass es langsam anfängt zu chillen, so. Und dann habt ihr immer noch gemütlich Zeit, um die Ohrstöpsel einzustellen, viel Frequenzverkackung und dann passt das. Deswegen halt wild, noch nicht so geil, wie ihr es da gesehen habt. Aber das ist das erste Vieh, was euch entgegenläuft, was halt eine Möglichkeit böte. Die rauszunehmen. Jetzt ist die Frage, denunzieren wir sie?
und behaupten, sie hätte irgendwas gemacht. Das oder können wir mit dem Tier nicht mehr. Aber mit dem Vieh können wir das, na gut, wir können es in unser Zelt tun und Hinweise darauf. Wir könnten dieses Tier nehmen, um damit halt die A, alle anderen um uns herum zu betäuben und B, dann die Tiere, denen wir begegnen, die zu betäuben. Dann können wir eine Schlange anpacken. Okay. Eine Giftschlange, die nur Ausschlag macht, anpacken, weil die ist dann am Schlafen. Oh. Und dann laufen wir mit dem Schaf-Dingsbums-Gedönse in die... obwohl, nee, das ist zu auffällig. Und dann müssen wir einfach nur noch dahin. Weil ich finde, dieses Schlafgedönse, ja, dann schlafen sie halt ein. Ui, ui, ui. Passiert nicht viel. Da werden wir sie nicht los von. Doch, sie würde pennen und pennen und pennen und würde einfach überhaupt nichts mehr tun. Ja, aber dann würde doch noch ein paar Minuten irgendwann mal jemand hingehen und gucken. Also nach ein paar Stunden. Und der wäre dann auch so faul und dann würde irgendwann jemand kommen und das wegmachen. Aber die würden nicht raus sein aus dem Scheiß. Wir brauchen da schon eine finale Lösung. Ja, aber wir können sie auch einfach. Wir können sie auch einfach irgendwo hindingsen und dann kann sie halt pennen. Also. Weißt du, dann. Achso, dass wir die mit in den Wald nehmen, meinst du, und dann da lassen und das Tier einfach neben ihr anketten, oder was? Naja, es bewegt sich ja jetzt auch nicht so, aber irgendwie sowas. Es muss ja nicht mal angekettet sein, sondern einfach. Ja, einfach an ihr angekettet, das passt ja. Ja, oder so. Also, es fällt natürlich dann sofort auf, dass wir es waren, ne, aber. Und dann werden die wahrscheinlich unsere Sins schroten. Aber erst, wenn sie das finden. Ja, aber dann sind trotzdem unsere Sins geschrotet. Warum solltet ihr das gewesen sein? Weil wir sie irgendwie weglocken müssen. Ach so. Na, auf so einem Campingplatz, was passiert halt einiges. Hm. Ich meine, der guckt ja nicht dauernd, ne, bla, wer weiß schon, wann genau die weg ist. Das meine ich nicht, aber irgendwann wird die ja auch wieder wach. Bist du wach geworden, bevor dich jemand weggezerrt hat? Nein, aber entweder sie wird dann im Wald von irgendwas gefressen, dann können wir sie auch direkt killen und im Wald liegen lassen. Dann müssen wir das nicht so machen. Oder, wir packen, also, ne, dann ist halt irgendeine scheiß Schlange in ihren Schlafsack gekrochen, dass sowas kann tatsächlich passieren. Ja, also das mit der Schlange finde ich auch immer noch am sinnvollsten, weil das kann halt passieren tot. Und das andere, wenn sie einfach nur einschläft, wenn sie einfach nur, wenn sie einfach nur einschläft, dann kommen vielleicht irgendwelche Viecher, aber dann müssen wir das Vieh da festketten, das heißt, das ist auf jeden Fall menschliches Vergehen und nicht Zufall. Und eins von beiden halt. Oder wir bemühen uns halt, also wir nehmen halt die Arbeit auf uns, dafür zu sorgen, dass sie irgendwie wegen irgendwas einen drüber kriegt. Aber weiß ich nicht, ob das möglich ist. Und wenn ja, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich sehr viel Arbeit da reinstecken oder was faken. Außer, dass sie eine fiese Kuh ist, aber... Ja, deswegen, also ich bin für Schlange, Schrägstrich, Viech, Schrägstrich, anderes Pflanze, ne, Pflanze nicht, aber irgendein Zeug in dem Schlafsack. Und dieses Ding können wir nicht in den Schlafsack packen, das würde nichts bringen. Ihr geht weiter und sucht nach entsprechenden Tieren und haltet die Beutelratte über den Boden, dass alle Tiere betäubt werden. Und es funktioniert. Sehr gut. So, der Beutelrattenfinger von Harlem, Junge. Auf jeden Fall. Die Dinger sind so unglaublich praktisch. Mhm. Auf jeden Fall. Verhält es sich dann so, dass das Viech übrigens schnurrt. Das so gut. Hauptsache, es kaut halt erstmal weiter. Es kaut auch an diesem einen Brocken, was auch immer es da gefressen hat, so eine halbe Stunde, bis ihr ein paar Viecher zusammen habt, die euch irgendwie nützlich sein könnten. Es scheint eher selbst auch gechillterer Natur zu sein. Das ist ja cool, ich mag dieses Tier. Kann ich das Tier mit nach Hause nehmen? Wahrscheinlich nicht. Schon, aber ich sag mal, ist ziemlich blöd, wenn das dauernd ziemlich viele Frequenzen rausfiltern musst. Bedenke, du kannst dich mit Jojo auch nur jetzt hauptsächlich über Text unterhalten. Ja, aber wie cool ist das denn zu Hause? Keiner bricht mehr ein. 5 Meter, ne? Und dann fängt es erst an, gechillt zu werden. Und dann hattet ihr immer noch gemütlich Zeit, euch einzurichten und das Vieh noch zu erkennen. Ja, gut. Ist nicht der beste Wachschutz. Die anderen, die weiterentwickelten Viecher waren besser. Also ich meine, nimm dir gerne eins mit. Dagegen sage ich erstmal nichts. Auf jeden Fall. Das solltest du dir einfach später irgendwann nochmal fangen.
Ja, ich meine, das ist ja nicht das Ding. Die Dinger sind auch super zum Jagen. Die riechtest du einfach ab, dass die auf ein anderes Tier losgehen? Ich will erst mal sehen, wie du das wie abrichtest, sich zu bewegen, wenn du das willst. Das guckt dich einfach nur dämlich an und legt den Kopf schief. Wir finden ja irgendwelche Schlangen oder Spinnen oder sowas. Ihr findet das Zeug, was ihr wollt. Ihr habt Ausschlag und riesige Schwellungen und Übelkeit. Irgendwas, das auch Kopfschmerzen. Irgendwas, was entstellt. Ich finde riesige Schwellungen im Gesicht mit Ausschlag ziemlich entstellend. Nee, ich meine, irgendwas, was auf Dauer entstellt. Nee, das geht nicht, das kannst du ja alles wegmachen, ne? Scheiße. Naja, egal. Also für die Dauer des Campingaufenthaltes für immer ja. Sie arbeitet halt offensichtlich bei Evo, also nein. Hm. Also für immer, immer nicht, du böses, böses, böses Menschlein. Hm. Das ist mir völlig egal, die kann ich überhaupt nicht ernst nehmen, aber ich will sie für immer entstellen, ja, ja. Finde ich gut. Also, wir besorgen uns halt ein Tier und infiltrieren das in ihr Zelt. Ihr infiltriert das in ihr Zelt. Das macht Kaban, der ist besser als ich. Jo, dann würfel doch mal Gebräuche, Kaban. Was? Ich finde, zu ihrem Zelt hinzugehen und da was reinzutun, ohne dass das jemand so für komisch befindet, während sie nicht da ist, nicht unbedingt nicht würfelswert. Ja, aber ich gucke ja natürlich quasi nach, ob jemand guckt und so. Das ist ja eigentlich schon dann wieder fast Heimlichkeit. Nein, weil viel zu viele Leute da sind. Du kannst nicht, also du wirst immer hundertprozentig irgendwo von jemandem gesehen. Die Frage ist nur, ob er es ernst nimmt oder sich dran erinnert. Du hast 2 Erfolge, also nicht. Du gehörst quasi dort zu dem Zelt. Du verhältst dich so, als wäre das quasi eigentlich dein Zelt und deswegen wird sich später mal keiner dran erinnern. Sehr gut. Ausgezeichnet. Beauty. In der Nacht hörte man Sirenen und Gedöns. Und dann wird oft, dann gibt es auch Aufregung und dann wird auch jemand abgeholt und die Alte ist raus. Sehr gut. Ihr meine Menschen hier. Jetzt müssen wir nur noch den Dude wegwerfen, oder? Der war nicht so ganz schlimm, oder? Ich glaube, gegen den hatten wir ganz gute Chancen. Gegen den hatten wir gute Chancen, oder? Gegen den Dude? Mondschau, das fällt weg, Kochwettbewerb, Spiel. Ja eben, das Spiel war scheiße von ihm. Fand ich jedenfalls total scheiße. Weil du zu fett warst. Ja, hallo. Ist voll diskriminierend gewesen und so. Sein Essen war nicht so gut, Mondschau wird er vermutlich gewonnen haben. Keine Ahnung, wie gut der war. Also, du weißt es halt nicht. Wie schwer das selber können wir nicht machen. Bitte? Zweimal dasselbe können wir nicht machen. Wäre komisch. Schon ein komischer Zufall. Richtig. Ich benutze quasi unsere dienstfreie Zeit, um halt quasi. Nee, ich bin nicht so gut im Facen. So viel freie Zeit habt ihr auch nicht mehr. Ihr wart ja noch ziemlich lange im Wald. Eben. Ja, ich weiß nicht, wie wir den loswerden. Aber die Bitch hat's verdient. Tu doch nicht so, du fandst sie doch auch sexy. Nee. Mit Doppel-G. Niemals. Ich fand nur Freya sexy. Ja. Ich gucke ja keine anderen Frauen an. Sowieso nicht. Die interessieren mich ja nicht. Ja, ja. Freya ist und bleibt mein großer Schatz. Puh, Junge. Die ganze Zeit denke ich, wenn ich Kevin machen muss oder den Elfen oder die Elfin, scheiße, echt eklig und dann sagst du sowas. Na Jutti, habt ihr noch was mit dem vor? Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Nee, mir auch nicht. Was wir mit dem noch machen können. Ja, das Problem ist, dass wir nicht. Können wir den irgendwie so einfach lächerlich machen oder so? Nee, also ich wüsste nicht wie. Wir müssten irgendwas faken oder was weiß ich. Wir könnten allenfalls dafür sorgen, dass es so aussieht, als hätte er das Video irgendwie besorgt, aber. Ich wüsste nicht wie. Also wie man das klar machen kann. Könntest
du vielleicht ihn anschuldigen, dass du, obwohl das wäre vielleicht böse, also quasi zu sagen, so von wegen, ja, warst du nicht in ihrem Zelt? Nee, wieso? Ja, sinnlos. Macht er nicht. Glaubt keiner. Glaubst du der Bitch, von der irgendwie ein Porno gezeigt worden ist, oder glaubst du dem Elfen, den jeder liebt? Die so. Bitch, die voller Sperma war und aus allen Höhlen lief es weißlich schäumend raus. Das war ein guter Abend. Das war ein sehr guter Abend. Aber du hast gar keinen Grund, sie zu verteidigen, quasi. Obwohl, na gut, das weiß ja keine Sau. Ah, okay. Weg ist es. Eine doofe Idee. Mir fällt nichts ein, muss ich gestehen. Mir auch nicht. Zur Not müssen wir es halt probieren. Was probieren? Einfach so, jetzt, ohne noch einen Preis zu machen. Ja, okay. Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Mir auch nicht. Also nichts, was jetzt sinnvoll wäre und was wir jetzt so ohne weiteres mal so eben machen würden. Ihr denkt noch ein bisschen drüber nach, seid aber auch schon vom Waldspaziergang so viel frische Luft und die Nähe zu dem Chilltier, auch wenn ihr euch abgeschirmt hattet, macht halt müde. So. Nächster Tag. Jo, ihr denkt sich schon wieder Menschen. Geil! Es ist so, dass dann der Sieger verkündet wird und die schlimme Nachricht, dass die hier, du weißt schon, mit den Tieren, aber genau muss ich, nee. Sie hat einen allergischen Schock wegen der Pollen. Ne? Es gibt Gerüchte, aber die Pollen sind das Übel. Und das tut ihm auch sehr leid, aber kann man nicht machen. Es ist ein gewisses Abenteuer und wir kommen auch gleich zur Auswertung. So, ne? Ganz toll. Und es ist also so. Obgleich Kaban sein Bestes hier ab. Und obgleich sein Essen vorzüglich war. Nochmal, Daddy, ich finde, du hast es schön gemacht. Aber der Elf wusste halt irgendwie mehr, die Massen zu kriegen. Denn er hat Performance. Und du hast nichts. Aber Performance braucht man ja auch nicht. Nee, braucht keine Sau. Der wird deswegen gewinnen. Also den King. Und aber ich bin doch der King des Waldes! Oh. Jojo. Erstens ist deine größte Konkurrentin raus. Zweitens, und noch viel wichtiger, wurde sie vom Kochwettbewerb disqualifiziert. Gegen die hätte sie dich knapp sowieso durchgesetzt, aber das weiß ja keiner. Du bist die unangefochtene, verdammte Miss Campin. So, da gibt's auch Applaus und was weiß ich. Jetzt ist es halt so. Nein. Oh doch. Nein. Pflicht ist es natürlich. Am Abend werden wir dann den Abschlusstanz machen. Nein. Dass du mit dem verdammten Mr. Campin den ersten Scheißtanz einläutest. Nein. Mit dem Krönchen. Oder Diadem. Eher nein. Krönchen. Nein. Ohne den Tanz ist aber leider dein Gewinn nicht rechtskräftig. Die Alter. Obersten Statuten des Camping verlautbaren dies. Das Pärchen soll den ersten Tanz einläuten. Ein Walzer von erklecklicher Akkuratesse. Soll getanzt werden, vom Paar, vom Publikum gewählt und von Gott bestätigt. Über den unebenen Grasboden des Platzes sollen sie schweben wie Engel. So, egal ob du 1,40 bist und der 2 Meter, es wird verdammt nochmal getanzt. Na, 1,40 ist es dann auch nicht. Hehehe. Es ist 1,30. Jojo meint mit einem glühenden Ernst, also sie guckt aber nur an, irgendwann, und meint, gib mir irgendwie eine halbe Tablette von diesem Zeug, ansonsten röste ich den Kerl. Okay, ich gebe ihr eine halbe Tablette von dem Zeug. Und noch eine zweite halbe Tablette in die Hand, für den Fall, dass sie merkt, dass das los ist.
Oder eine Viertel. Für ihn hieß es eine zum Entspannen und eine zum... Wie wär's denn, wenn du also einfach zu diesem Medikamententypen gehst und sagst... Ich meine, er könnte ja halt was für dich abstimmen, für deine Medikation. Du musst doch nicht Kaban Scheiße fressen, Junge. Er wird dir doch das Gleiche geben. Die Pillengröße ist eine völlig andere und ob man das nur gut vierteln kann oder nicht, ist sehr fraglich. Du kannst halt auch einfach zu dem gehen und sagen, ich möchte das, was der hatte. Ja. Ist halt bitte, ich bin halt ungefähr 40 Kilo schwer und der ist halt 140 Kilo schwer, da können wir doch bitte was machen. Mach easy. Sie. Du holst hier Beruhigungstabletten. Ja. Finde ich absolut angemessen. Kevin wird dann nochmal quasi mit dem Gewinnerpärchen in Wort wechseln. Und zwar ist es ja quasi der letzte Abend, wo dann alle mal richtig Spaß haben beim Tanzen mit einer kleinen Disco und einer Damenwahl. Auf jeden Fall. Sollt ihr am besten dann schon mal entweder vor dem Tanze packen oder aber dann gleich morgen früh. Denn gleich morgen früh um 7 wird quasi die geleitete Tour dann sein. Du hast nur Glück, weil du mit Kaban fahren kannst. Das heißt, der kann einen Scheiß mit zusammenpacken und damit es halt gleich dann morgen losgehen kann in das ganz tolle Reservat. Das ist auch eine tolle Sache. Er war auch schon mal mit einem Eindruck, den man nicht wieder vergessen kann. Das kann man der Familie erzählen. Wirklich ganz. Fotos darf man leider nicht machen, Videos auch nicht. Aber man prägt sich's ein. Es ist ein Traum. So. Genau. Dann wirst du dich so kleiden, wie es dir jetzt beliebt, denn du bist ja schon die verdammte Queen. Du wirst des Abends dein Diadem erhalten von dem bekackten roten Kissen. Es wird dir überreicht und du darfst es dir auf dein Haupthaar setzen und dann mit dem Elfen einen wunderschönen Walzer tanzen. Kaban, würfel mal bitte Selbstbeherrschung für mich. Warte mal. Ich würde dir gern Abzüge geben, aber die Pille. Ich, dann nimm ihre 8 Würfel. 5 Erfolge. Entspricht, ja, passt. Kaban ist was denn, was dein geistiges Limit? Mein geistiges Limit ist 6. Ist tatsächlich 6. Ha! Na, Jutti. Scheiße, die hat sich ja echt im Griff. Ja, aber trotzdem 5 Erfolge, es fällt ihr nicht ganz leicht. Nee. Du hast 5 Erfolge. Es fällt dir leicht. Es sieht so aus, als fällt es ihr leicht. Ja. Nee, es sieht so aus, als wäre das das Tollste, was sie sich hätte erhoffen können von diesem Ausflug. Ja. Junge. So sieht's also aus. Der Dance ist da, danach ist Damenwahl. Und dann geht die ganze Scheiße zu Ende und dann packt ihr zusammen. Am nächsten, also Kaban wird ja für dich sicherlich zusammenpacken, denn du bist ja am nächsten Morgen schön gewandet für so ein Ding. Kevin hat ja ein paar Hinweise gegeben, wie man sich zu kleiden hat, bla bla bla. Was man halt macht, wenn man mal richtig wandern geht. Also nicht nur so ein bisschen, sondern halt so eine Abenteuertour durch Bächen und so einen Scheiß. Ich darf da quasi mitkommen? Nein, du nicht. Du sollst ihren Scheiß zusammenpacken, weil sie dann wiederkommt und danach schon abbaust. Das meine ich okay. Damit. Sie hat ja Kram, sie hat ja Klamotten mit, die wollten ja hinterher sowieso noch ins Dingens. Na klar. Also hier halt wetterfest und so ein Scheiß, bla. Kann der Typ nicht irgendwie kacke sein? Wieso? Wir müssen den irgendwie loswerden noch. Du hast doch, was du willst. Sie kriegt doch das Video, ist einer doch egal. Von euch beiden macht Videos. Das reichte doch. Das war ja, der Deal. Okay. Kriegen jetzt wir. Ist es so folgendermaßen. Du wählst dich um 7 Uhr bei Kevin! Und andere Blut ist auch schon da, der ist immer noch freundlich und was auch nicht alles ist und lässt sich auch in Ruhe, das ist ja auch schon mal schön. Und das ist tatsächlich gut. Ja, der, ne? Und der hat so eine freundliche Zurückhaltung. Das ist wirklich ein netter Typ. Es ist nicht so, dass er das spielt wie die andere Bitch oder so, der ist wirklich einfach ein total geiler Bro. Nee, das war die falsche Ausdrucksweise. Er ist wirklich netter. So. Wie krieg ich das hin, dass du Kevin jetzt noch eine reinhauen kannst? Musst du nicht, ist das okay. Jutti. Du kannst es tun, du musst es nicht. Dann halt nicht. Du, ich hab überhaupt nichts dagegen, Kevin eine reinzuhauen, aber du musst es nicht erzwingen, wenn du jetzt keine Idee hast. Ich hätte ja eine Idee gehabt. Ich hab mich angestrengt. Aber Kevin hat mich ausgezehrt, muss ich ganz offen sagen. Kevin war auch anstrengend. Körperlich, seelisch und auch physisch. Physisch ist ja nicht dasselbe wie körperlich. Ich will seine Telefonnummer, damit ich ihn noch öfter anrufen kann.
Beauty, das wird dir mehr wehtun als mir, hoffe ich. Dann kommen da halt die Dudes, die dich da durchführen. Die sehen nicht aus wie Park Ranger oder sowas, wie naturverbundene Typen, sondern die sehen aus wie Söldner. Hm. Es stellt sich heraus, sowas in der Richtung sind so auch. Die sagen dir auch nicht wirklich viel. Hier sehen wir den Mammutbaum. Sondern die sind eher sicherheitsbedacht. Der eine verliert noch ein paar Worte, was man hier Tolles sehen kann, aber Kevin macht euch schon direkt am Anfang, der kommt nicht mit, aber vorher noch klar, dass es ja quasi um die Selbsterfahrung geht, einfach sich treiben zu lassen in der Natur, einfach sehen, alles auf sich einwirken lassen. Es ist gar nicht gut, wenn man da so viel zu hören bekommt, dann hört man so viel zu und man hört gar nicht auf die Kevin, Geräusche. Kevin, kannst du bitte aufhören zu reden? Halt die Schnauze, er sagt das dir. Sie sagt es. Ja, macht ihr aber nicht. Auf die Geräusche des Waldes einfach mal auf die Umgebung konzentrieren und einfach mal die Luft atmen, hören die Vögel und fühlen, wie das Holz unter den Füßen knackt. Das ist hier das Wichtige. Deswegen wird hier ganz wenig gesagt. So. Lach doch nochmal für mich. Das war wirklich ein ganzer... So. Und dann latscht er durch. Von manchen Bereichen wirst du optisch einigermaßen abgeschürzt, abgeschirmt, was weiß ich, wenn du da irgendwie so einen anderen Pfad hast, dann stellen die Dudes sich halt so ein bisschen davor, dass du da nicht wirklich reingucken kannst, bla bla bla. Dann machst du da Videos und dann kommst du zurück. Hat Kaban schon gepackt, ist ein erster dreckiger Wichser? Ja, hab ich. Er ist kein dreckiger Wichser. Und dann packt ihr zusammen, fahrt dorthin, wo ihr euch mit dem Schmuggler treffen wolltet. Sie hat den Datenchip auch direkt einfach in ihrer Datenbuchse gelassen, dann ja, quasi na klar, erstmal, ne? Also. Klar. Gebt Gandhi das Zeug, was sie jetzt nicht mitnehmen wollt. Er fährt zurück mit dem Bumsbully und ihr trefft den Schmuggler dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Yay! Kevin hat mich extrem ausgezehrt. Also das wird man sicherlich bemerkt haben, aber ich konnte einfach dann auch nicht mehr. Ich war einfach tot. Es war einfach zu viel. Es ging nichts mehr. War wirklich, wirklich anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man so ist. Von der Persönlichkeit her. Dann muss man doch einfach jeden Tag völlig fertig sein. Also Berufswunsch, Entertainer habe ich einfach... Also überdenke ich nochmal. Wird so nix. Ansonsten habe ich ja einen Wettbewerb weggelassen, einfach weil der A nicht so gut war. Es war halt. Ich habe auch wieder vergessen, was das war. Es war nichts so Interessantes. Ich glaube, so eine Fragerunde dann halt nochmal. Aber die hatten wir im Wesentlichen schon. Oder so was anderes. Egal, auf jeden Fall hätte es eh zu lange gedauert. Ich habe gesehen ungefähr, wie weit wir waren nach dem ersten Wettbewerb. Und das war ja gar nicht so weit. Und ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass es sich mehr zieht. Unabhängig davon fand ich die Ideen der Spieler zu manchen der Aufträge ganz cool. Also gerade bei den Spielen und so ein Shit. Das war eigentlich ganz nett. Und wie sie die Torte rausgenommen haben, fand ich auch ganz witzig. Dass Kaban natürlich nicht gewinnen konnte, ist halt offensichtlich. Kaban mit seinem Charisma 3. Weißt du, nur Muskeln und nichts anderes. Wundert sich, dass er nicht gegen den Proto-Elfen gewinnt. Kaban, das hättest du doch wissen müssen, hast halt keine Chance. Und gut war halt auch wirklich, ich fand die Ansage von Jojo, oha, immer noch cool.
besorge mir auch so eine Pille oder ich werde den Typ braten. Alles klar, man merkt, die ist immer noch psychisch 100% da. Die ist fest, die ist nicht labil, die ist stabil. Die kann quasi, die hält alles aus. So wie am Anfang. Wunderprächtig. Nächste Folge wird ja dann, also die nächsten beiden Folgen werden ja dann Finale sein dieser Staffel. Es ist auch langsam tatsächlich Zeit. Und es wird fast so, wie ich es mir vorgestellt habe. Richtig, richtig gut. Ja, ich hätte gern noch was gesagt, aber ich habe es mir jetzt anders überlegt. Camping hat mir trotzdem persönlich sehr viel Freude bereitet, auch wenn es turbo anstrengend war. Die Musik kommt von German Shepherd, das ist das Seed Russian Style auf dem Album Great Style, ich kann schon nicht mehr reden, Style. Alle rechtlichen Informationen in der Videobeschreibung und auch beim nächsten Mal wieder schlechter als Shadowrun, aber besser als nichts.